Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser 52. Ausgabe des Plankenschnacks. Heute eine Sonderausgabe zum Thema TwitchCon. Und wie es sich so gehört, haben wir unseren Korrespondenten auch mit dabei. Herr HC Dizzy, live aus Los Angeles. Wie geht's Ihnen? Man kann Sie nicht verstehen. Kein Ton. Nein. Pünktlich jetzt. Ah, oh Mann, diese Fernschaltung immer über den Deich. Ja, ist live, ne? Ja. Geht das denn jetzt? Ja, jetzt können wir sich verstehen. Okay, ja. Hallo. Schönen hallo. Guten Tag. Wie ist das Wetter in Kalifornien? Eine ehrliche Antwort? Ziemlich beschissen gerade. Sehr regnerisch und bewölkt. Verdammt, Mann. Wie in Dresden also, ja? Dresden ist, glaube ich, gerade noch viel beschisseneres Wetter. Die Wolken hängen tief. Sehr tief, ja. Glaube ich, auch eine Kurzausgabe heute. Sehr gut. Ja, wie man sehen kann, wir sind heute zu dritt. Wir werden heute sehr viel über die TwitchCon reden, über Neuerungen, die Twitch so präsentiert und so weiter. Aber fangen wir doch erstmal ganz normal an. Sally, wie ist es dir ergangen in den letzten zwei Wochen? Super, ich habe South Park gespielt. Braucht man nicht mehr zu sagen. Ist super geworden. Mhm. Ich bin so viel am Lachen. Es ist, manchmal weißt du schon gar nicht mehr, wo so manche Spitzen denken so, oh, das ist aber hart an der Schmerzgrenze. Aber ich finde es super. Also ich habe sehr viel Spaß und habe es noch nicht durch. Freue mich auf morgen. South Park spielen. Und du so? Nils, was hast du gemacht? Mich geärgert. Über South Park? Nee, über das Hausfang habe ich auch durchgespielt, ja. Aber ich habe gerade ein bisschen viel auf dem zu tun. Weil wir ziehen jetzt um Ende des Monats und ja, zocken ist irgendwie so ein bisschen nebensächlich gerade. Naja. Also es ist relativ. Und für alle da draußen, die sich gerade fragen, warum, mein Mischpult ist gerade kaputt gegangen. Deswegen muss ich das am Laptop gerade machen. Weil es ist ja nicht so, als wenn wir... Es hat noch gefehlt heute. Das war das i-Tüpfelchen vor dem Umzug. Und jetzt muss es halt erstmal so gehen. Deswegen wird das, denke ich mal, heute auch eine kurze Ausgabe. Weil es ist so, der Puls ist gerade etwas hoch. Grund technischer Schwierigkeiten. Ja. Sie sitzt natürlich nicht in Kalifornien. Nee, ich sitze in der Tat in meinem Zimmer, ja. Nur mal so, nicht wie bei der E3 im Hotel, noch schön damals. Ich glaube, von der Grazer her sind wir aber kurz vorm Schmelzpunkt. Das ist ziemlich hoch gerade, ja. Mensch, Slabby, und was hast du gemacht? Ich habe auch South Park gespielt und habe auch sehr viel Spaß daran. Nachdem, das passte nämlich sehr gut. Ich habe, wie hieß denn das Spiel nochmal, was ich davor gespielt habe? Ich will die ganze Zeit Nier Automata sagen, auch mit N. Ni No Kuni, genau. Ni No Kuni habe ich beendet. Ein Zuckerstück von einem Spiel, auch wenn das Kampfsystem tatsächlich absoluter Rotz ist. Aber das Spiel an sich ist, oh, fantastisch. Wunderschöne Story. Habe ich beendet. Und dann habe ich auch mit South Park angefangen. Und ja, gefällt mir sehr gut. Also macht schon echt Spaß. Ist wie eine ausgedehnte, lange South Park-Folge. Ich bin persönlich ja auch sehr großer South Park-Fan gewesen, eine lange, lange Zeit. Mittlerweile ist ein bisschen abgeflacht, wie es, glaube ich, immer ist bei Serien und so. Irgendwann so bei der 223. Staffel kannst du es halt nicht mehr irgendwann sehen. Aber das Spiel macht mir doch noch immer noch Spaß. Und genau mein Humor passt. Von daher freue mich, das zu beenden. Tatsächlich. Du hast es schon beendet, ne? Ja, ich habe es heute Nacht durchgespielt, ja. Nein. Und wie hat's dir gefallen? Um 3 oder so war ich fertig. Ja, es war ziemlich cool. Ist länger als erwartet, ne? Das Spiel jetzt erstmal zu Ende. Ich will nicht weiter irgendwie großartig spoilern. Würde ich nämlich auch sagen. Wir wollen ja niemanden spoilern bei einem Spiel, das erst letzte Woche erschienen ist. Ja, also ich glaube, wenn ich das jetzt sagen würde, dann wäre es schon sehr spoilerig. Ja, wahrscheinlich. Auch wenn ich es auch noch nicht zu Ende gespielt habe. Ja, sehr gut. Wir wollen heute zu dritt eine kleine Diskussionsrunde führen über diverse Neuerungen.
die Twitch angekündigt hat, auf der TwitchCon. Heute quasi eine Twitch-News-Sonderausgabe hier. Habt ihr irgendwas mitbekommen von der TwitchCon überhaupt? Ich hab's mir angeschaut. Ich habe gar nichts mitgekriegt, nichts. Also ich lebe gerade hinterm Mond. Ich habe mir das angeschaut und habe einfach für mich nochmal entschlossen, dass so Onesies gar nicht gehen. Geht gar nicht. Nein. Erwachsene, die Strampler tragen, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber war okay. Also ich würde sie anziehen, aber jeden, Nein. den ich da in Vollkörper gesehen habe, muss ich echt sagen, nee. Nein. Nee, also ich habe kein Problem mit einer Schlafanzughose so. Das ist ja okay, aber dieser ganz nein. Nein. Das ist halt was, das ziehst du im Privaten an. Weißt du, weil es bequem. Ja, aber nicht auf der Twitch-Bühne, so als nee. Erwachsener Kerl kommst du raus in diesem violetten Strampler. Kann man mal machen, ne? Die Socken sind schön. Die Socken sind cool. Die sind aber nicht neu, die habe ich schon auf der Gamescom gesehen. Ja, aber nur bei Staff. Jetzt kann man sie auch kaufen. Da konnte sie noch nicht kaufen. Mhm. Tatsächlich. Ich habe nur von den Livestreams gehört, von den Partys. Das fand ich sehr witzig. Ja. Da muss ich aber sagen, ich kann irgendwo weitgehend beide Seiten zumindest nachvollziehen. Nicht verstehen. Aber für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Es gab schon, bevor die TwitchCon überhaupt angefangen hat, gab es eine Twitch-Party und dann gab es Stunk, weil natürlich die IRL-Streamer auch anwesend waren und logischerweise angefangen haben, IRL-Streams von der Party aus zu feiern. Twitch hat leider nicht irgendwie vorher mitgedacht, obwohl die Warnung ausgesprochen worden ist von wie heißt die Talkshow nochmal, von Frame Drops? Nee, Drop Frames. Drop Frames. Genau. Die sind nämlich genau auf das Thema vor ein paar Wochen gekommen, was sie davon halten würden, wenn IRL-Streams von Twitch-Partys kommen würden. Geht natürlich nicht. Geht absolut nicht. Also, wenn du auf einer Party bist, unter ganz vielen Gleichgesinnten, möchtest du dich ein bisschen gehen lassen. Und es gibt sicherlich, das hat auch dann ein paar Jungs gesagt, es gibt Leute, die benehmen sich halt 180 Grad gedreht von dem, wie sie sich im Stream geben, verhalten sie sich auf Partys, weil sie sich da halt in einer privaten Runde wähnen. Das gehört halt dazu. Und wenn dann da einer rumläuft und das live streamt, geht natürlich nicht. Da gab es die Warnung. Twitch hat natürlich jetzt nicht wahrscheinlich zugeschaut oder so. Aber als dann Leute anfingen, natürlich IRL zu streamen von der Twitch-Party, haben sie dann angefangen, diese Leute darauf hinzuweisen, dass das verboten ist, von da aus IRL zu streamen. Und dann ging das Drama los. Also ich weiß nicht, wie die Leute da auf die Idee kommen, zu streamen von so einer Party. Bin ich bescheuert. Ja. Hat da nichts zu tun. Wenn du dir mal die IRL-Streams anguckst von den üblichen Verdächtigen, die kommen auf die Idee, von überall zu streamen. IRL. Ja, also. Gut. Aber dann werden sie wahrscheinlich ihre Quittung für kriegen. Haben die viele von denen ja auch schon. Also. Ja, okay. Ja. Nee, ich finde das auch nicht in Ordnung. Man möchte so ein bisschen unter sich sein und sich nicht die ganze Zeit beobachtet fühlen. Und also, ne, nee, das finde ich, das macht man nicht. Ja, eben. Das ist eigentlich klar, aber Common Sense, gerade in der IRL-Szene bei Twitch, ist halt sowieso etwas, was ich da nicht mehr vermuten würde. Und ganz im Ernst, ich vermute, so, das war bei YouTube damals auch der Fall, da haben auch dann die deutschen Content-Creator angefangen, die Amis zu kopieren und haben angefangen, auch in Nutella zu baden und 1000 Grad heiße Messer zu benutzen. Es wird nicht lange dauern und in Deutschland wird diese Welle wahrscheinlich auch rüberschwappen. Und dann werden wir hier auch ein paar spezielle Fälle von IRL-Streamern sehen, die sich nicht ganz so benehmen können. Ich freue mich drauf. Ich mich nicht. Auf das erste Zusammentreffen, wenn mir einer die Kamera ins Gesicht hält. Quatsch. Naja, also auf der Gamescom haben ja auch Leute die Kamera ins Gesicht gehalten, wenn sie gerade am IRL-Stream waren. Das hat mich jetzt auch nicht so gestört. Es war jetzt nicht die Party, sondern halt... Mag ich auch nicht. Direkt da. Mag ich auch nicht. Also wenn mich jemand vorher fragt, okay, aber direkt ins Gesicht halten geht gar nicht. Ja.
Weil da bist du weg von deinem Stream so. Da bist du nicht in deinem Stream unterwegs. Das sollte man auch immer noch wahren. Ja. Das vergessen viele irgendwann. Also irgendwann vergessen solche, also was heißt solche Leute, vergessen wir, irgendwann vergessen wir einfach, dass wir auch nur Menschen sind. Und dass wir auch mal Menschen sein sollten. Und das passiert relativ häufig. Und wenn du IRL streamst, glaube ich, geht dir das sowieso flöten. Komplett irgendwann. Weil du eigentlich immer eine Kamera drin hast. Aber andere Leute, also mir eine Kamera ins Gesicht drücken, einfach so, ohne zu fragen, reagiere ich ganz allergisch drauf. Ganz, ganz allergisch drauf. Ja. Ich persönlich bin sowieso irritiert, wie offen die damit umgehen teilweise. Also wäre ich jetzt ein McDonald's-Verkäufer da hinter der Theke und da würde einer mit dem Handy reinkommen und mir die Kamera ins Gesicht halten, dann würde ich sie ihm auch aus dem Gesicht, also aus der Hand schlagen und sagen, Junge, ich arbeite, nimm die Kamera aus meinem Gesicht. Und die gehen da irgendwie sehr, sehr offen mit um. Ich weiß nicht, ob das zur Kultur gehört mit der Kamera oder dass sie dann noch die meisten Passanten, denen die da irgendwie begegnen, überhaupt gar keine Ahnung haben, was IRL überhaupt ist und dass sie gerade irgendwie live im Internet zu sehen sind, das wird noch sehr interessant werden, glaube ich. Ja, hier in Deutschland darfst du das nicht machen, wegen Recht am Bild. Ja. Theoretisch müsstest du dich rauspixeln. Eben. Ja. Da aber sowas macht man nicht alles für Reichweite, ne? Ja, eben. Da kriegst du ja Reichweite mit solchen Sachen. Gibt ja nicht genug Streams von da. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt im Endeffekt waren dann von der Party. Ach, das ging am nächsten Tag weiter, fröhlich. Am nächsten Tag war ja wieder eine Party, von der aus gestreamt wurde. Und von der TwitchCon aus haben dann auch ein paar IRL-Streamer gestreamt und die ganze Zeit Leute dumm angemacht. Und nur darauf gewartet, bis sie rausgeschmissen werden, damit sie so laut wie möglich Alarm schlagen können. Genau. Sich verabschieden können. Also das ist schon eine ganz schön große Welle an Dreck, der da von unten hochkommt tatsächlich. Von Leuten, die halt irgendwie die Filter nicht haben. Das ist momentan America only, aber das wird nicht mehr lange dauern, glaube ich. Werden wir sehen. Wird sich zeigen. Ich freue mich drauf. Ja. Genau. Ansonsten waren ein paar Keynotes, ein paar interessante, die ich mir unter anderem auch angeschaut habe, teilweise clipmäßig noch mitbekommen habe, über die wir, glaube ich, jetzt mehr reden sollten. Die Keynotes. Also, Drama die Keynotes. Und sowas ist jetzt eher unwichtig, tatsächlich, glücklicherweise. Die hatte ich mir eben angeschaut, die Keynotes. Ja. Und? Ja, ich hab das Wort Achievements gehört und ich habe mich schon gefreut und ich so, und dann so, ach nö, betrifft mich gar nicht mehr. Ist ja gar nicht auf PlayStation. Es betrifft mich ja gar nicht mehr, aber ja. So, fang mal an. Soll ich? Ja. Soll ich mit dem Besten sofort anfangen? Ich meine, es wird als Bestes verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das hat bestimmt irgendwas mit Subs zu tun, oder? Bestes ist, ja klar, Geld. Jede Menge. Ich fand's schön, dass sie auf der Keynote das Wort Geld einfach als Wort Geld benutzt haben und nicht irgendwie marketingtechnisch, wie es sonst benutzt wird, halt irgendwie anders. So Revenue oder Gewinn oder sonstiges. Nee, sie haben einfach Money. Das Wort Money auf den Tisch gelegt haben sie. Ja gut, du musst es ja nun nicht verheimlichen. Ja. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja auch nicht. Im Endeffekt ist die Sachen ja auch nicht schlecht, auch für uns nicht. Nö. Sind sie auch nicht. Ich fand es nur irritierend oder überraschend, wie offen die dann halt quasi damit reden, darüber reden. Nee, aber die erste Sache tatsächlich ist das, was sie als letztes angekündigt hatten, und zwar die Subgifts. Es wird, war eigentlich schon angekündigt, deswegen war es jetzt nicht so eine große Überraschung, dass das kommt, das war schon lange bekannt. Aber jetzt haben sie gesagt, dass es kurz vor Weihnachten freigeschaltet wird, natürlich zur Holiday Season. Dass man jetzt demnächst nicht nur selber subben kann, sondern diese Subs kauft und sie anderen Usern schenken darf. Wie genau das funktioniert, das muss ich dann noch herausstellen. Aber das fand ich schön, dass wir da jetzt einen Zeitpunkt haben.
Ich finde das auch super. Ist schön, ja. Warum nicht? Ich frage mich, wie das aussehen wird, ehrlich gesagt. Kaufe ich da und schenke die jemandem und der ist automatisch Sub? Oder darf derjenige, dem ich das schenke, das auch ablehnen? Denn so einfach so rumschenken ist natürlich auch wieder eine Geschichte, ne? Also, ja gut, was heißt so rumschenken? Aber wenn du jetzt zum Beispiel, als Beispiel hier, ich habe mein Game auf Franz, ne? Und dann sagst du halt, ja, das ist ein Chatspiel, wir machen das mittwochs und der gewinnt, der bekommt halt diesmal einen Sub für einen Monat. Ja. So, also das sind halt Leute, die schon bei dir im Chat aktiv sind und ich meine, kannst ja auch sagen, wenn derjenige schon Sub ist, ob man weiterschenken will. Ich finde es eine schöne Sache. Man kann auch aussuchen, welcher Sub es ist. Also T1, klar. 2, 3. Ja. Ich finde es eine schöne Sache. So als Giveaway oder hier hast du einen Sub für einen Monat geschenkt. Ich finde das schön. Mhm. Ich mag das. Wird vermutlich dann auch im Chat stehen. Derjenige hat demjenigen ein T1-Sub geschenkt oder so. Ach so. Schätze ich. Mal gucken, ein Sub-Giveaway. Ich finde das schön, weißt du? Ja, ja. Ein Sub-Giveaway. Wortwörtlich. Ich frage mich, ob das dann auch in den Alerts irgendwie eingebunden wird, ob die API das übergibt und sowas. Da haben sie ja tatsächlich nicht so viel erzählt, ne? Zu den ganzen Hintergründen, wie es dann genau ablaufen wird. Fände ich jetzt nicht so wichtig. Mich würde es schon interessieren. Echt? Ich hoffe, dass so. Alert? Nö. Ja, aber dass es nachher im Alert drin steht, denke ich, das wird ausgelesen. Gehe ich ganz stark von aus. Ja. Ich hoffe, dass sie direkt schon irgendwie die News vorher an Leute wie Tippi zum Beispiel und die ganzen Dienstleister, die eben dafür zuständig sind, schon rausschicken, dass die sich darauf vorbereiten können. Und das schaffe ich ja endlich, die 2000, wenn ich mir selber 1000 schenke. Ich habe gehört, 2470 ist die neue Marke, die man knacken sollte. Ja, ja, bestimmt. Stimmt, ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das wird, ist eine schöne Sache. Also ich würde so prinzipiell, finde ich, Sub-Giveaway, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich würde gerne zum Beispiel, ich habe halt einen Mod seit DD-Zeiten und der war noch nie Sub und dem hätte ich das schon gerne mal geschenkt. So. Ja. Und es sind auch noch ein paar andere, wo man sagt so, hey, dir würde ich das gerne schenken. Ich meine, im Endeffekt ist das keine schlechte Sache, wenn Leute, wenn sie uns sowas was geben, die Möglichkeiten. Aber du kannst damit ja auch gute Sachen machen, ne? Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch wieder noch die schwarzen Schafe haben, aber die wirst du halt immer dabei haben, ne? Ja. Ja, Sub-Giveaways. Da steckt ja das Wort Giveaway schon drin. Und da kann natürlich auch viel Schindluder wiederum mit betrieben werden. Warum? Ist doch nichts Schlechtes. Der andere ist nein, ja egal, wie du es machst. Du prinzipiell ist es nichts Schlechtes, das sage ich ja nicht. Aber kannst dich auch hinsetzen und jede Stunde ein Giveaway rausgeben oder so, keine Ahnung. Ja gut, der muss aber mal lernen zu kalkulieren. So. Ja. Am Ende des Tages wird dir nachher auch nicht viel übrig bleiben. Das stimmt. Aber wenn du das alles von dir selber bezahlst, dann muss ja unterm Strich muss es ja auch noch stimmen, ne? Ja. Das stimmt. Ja, genau. Aber ich freu mich drauf. Ja. Ich finde es eine schöne Sache. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Finde ich auch sehr gut. Abwarten. Wie gesagt, es kommt Weihnachten kurz davor natürlich. Wenn wir sehen, wie viele Geschenke da ausgepackt werden. Ende Dezember. Nächste Ankündigung waren sogenannte Twitch-Achievements. Hatten wir ja gerade schon angesprochen. Da wir es schon angesprochen haben, sollten wir auch drüber reden. Sieht gut aus. Bringt uns dreien, glaube ich, jetzt erstmal noch nichts. Mal gucken, wie weit sie es führen. Könnte natürlich sein, dass sie es dann noch ein bisschen ausarbeiten. Aber so wie sie es jetzt erst gezeigt haben, war es tatsächlich, ja. Ich fände das noch, ja, nein, war es, kannst du deinen Satz beenden? Ich wollte da nur ausarbeiten. Ich wollte jetzt erstmal erklären, was es ist. Und zwar, wenn du anfängst zu streamen auf Twitch, kannst du dir im Dashboard dann eben die Achievements angucken, wo quasi so eine Art Roadmap ausgeschrieben ist, also so eine Checkliste, die du abarbeiten kannst auf dem Weg zum erst Affiliate und dann eben, wenn du Affiliate bist, auf dem Weg zum Partner, wo du dann sozusagen, da stehen dann, wie viele Zuschauer du hattest in den letzten Streams und
wie viele Follower du hast und so. Und dann schaltest du eben diese Achievements frei. Und wenn du halt alles abgeschlossen hast, so stelle ich mir das zumindest vor, wirst du dann sozusagen eingeladen jeweils in das Programm. Das heißt, es wird viel, viel offizieller und viel, 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 viel deutlicher, was du machen musst, um Partner zu werden zum Beispiel. Als wir Partner geworden sind damals, war das eher im Argen. Also ich weiß, als ich angefangen habe zu streamen, dachten wir alle noch irgendwie, man braucht 300 regelmäßige Viewer. Die dann auf 400 bis 500, ja. Genau, die dann auf 500 noch hochgestockt wurden. Und irgendwann kam dann raus, ja, das sind die Richtlinien für die US-Streamer. Deutsche Streamer haben dann andere, die nirgends ausgeschrieben sind, die jetzt mittlerweile, glaube ich, irgendwo ausgeschrieben sind. Aber lag halt alles so in der Waage. Wusste niemand wirklich. Und jetzt steht es wirklich schwarz auf weiß da, so wie es sich zumindest anhört. Und jeder kann halt an seinem Ziel arbeiten, wenn er denn Partner oder Affiliate oder was auch immer werden möchte. Finde ich super. Da gibt es da keinen mehr, wie funktioniert denn das? Ich habe gehört, etc. bla bla. Das wird es trotzdem noch geben. Das gibt es immer. Oh. Aber Achievements sind eine schöne Sache, ist cool. Sag ich, check deine also, Achievements. Ich finde, generell finde ich, ich weiß nicht, irgendwie ist das eine sympathische Sache, muss ich sagen. Wenn du, weiß ich nicht, beispielsweise, wenn du das on der Stream hast oder so, weil du willst ja auch gemeinsam was erreichen am Ende. So. Also das ist ja, so, du kannst damit mit deiner Community zusammen was machen. Also finde ich das nicht schlecht. Ja. Ich meine, die Frage ist halt wieder, was die Leute daraus machen. Weil es bietet natürlich wieder genug Angriffsmöglichkeiten, das einzublenden und hier zu machen und da zu machen. Aber so grundsätzlich ist das eine verkehrte Sache. Mhm. Wird super. Es wird vermutlich auch durch die API ausgegeben und es wird dann wahrscheinlich auch angezeigt werden können, irgendwie in Extensions oder so. So, es werden bestimmt Leute dann sitzen und sagen, ich will Partner werden, hier sind meine Achievements, daran müssen wir arbeiten, komm, das schaffen wir. Was jetzt per se nichts Schlimmes ist, sag ich jetzt mal. Das kannst du ja mit den Leuten kommunizieren, theoretisch. Und dann können alle gemeinsam daran arbeiten. Aber ja, im November gibt es dann mehr News, wie das tatsächlich aussehen wird. Was ich mich frage ist, kriegen wir dann auch theoretisch irgendwelche Achievements? Ich meine, ein Achievement ist klar, das haben wir ja jetzt schon. Das sind die Emote-Slots quasi. Das geht ja Hand in Hand. Wir haben ja sogar den Balken, der sich füllt bis zum nächsten Emote-Slot, der sich dann freischaltet mit den Subpoints und so. Das heißt, das wird für uns wahrscheinlich auch da drin. Fragt sich, kommt dann noch mehr mit rein für uns als Partner? Ja, schon cool. Ja, würde ich auch cool finden. Hätte man halt noch mehr Ziele. Ja, ich fände das auch schön. Und ich fände das jetzt auch schön für solche wie zum Beispiel Dance Gaming. Der hat nämlich gesagt, so, toll, das bringt mir jetzt gar nichts, ne, dieser September oder sowas. Ich würde einfach gerne mehr Slots freischalten können. Wenn man das dann durch sowas nochmal generieren könnte, das fände ich auch schön. Also Achievements ist halt bei mir so, ja, oh, wie schön. Und so kleine Bildchen dazu. Und dann Affiliate oder Partner werden. Okay, keine Bildchen für Sally, na gut. Aber ich mag die Idee, ich finde das schön, ja. So an den Sachen arbeiten zu können. Ich mag das. Wird sich zeigen müssen, wie es dann aussieht. Dann gibt es was Neues, und zwar für Streamer auch. Ich meine, das hat sich ja alles mehr oder weniger an Streamer gerichtet. Und zwar die Zusammenfassung am Ende des Streams. Es gibt ja mittlerweile eine neue Statistikseite. Im Dashboard. Die kann man sich ja schon seit ein paar Monaten angucken. Ist relativ schön geworden. Da steht alles mehr oder weniger drin. Kann man sich auch irgendwie wöchentlich und monatliche Änderungen angucken, etc. Jetzt wird man halt am Ende des Streams sich den Stream nochmal komplett einmal zusammenfassen lassen können mit Top-Clips. Wenn man Achievements unlocked hat, eben werden die da drin auch auftauchen. Und wie viel Traffic man generiert hat und solche Geschichten. Also da soll auch schöner werden, tatsächlich im Hintergrund. Finde ich auch nicht schlecht, tatsächlich. Ich glaube aber, das wird wahrscheinlich, schätze ich, und überhaupt werden wahrscheinlich alle Neuerungen, die irgendwie im Hintergrund angehen, eher für die Beta-Seite sein. Also wahrscheinlich nur auf der Beta-Seite angezeigt werden.
Denn das klingt mir nach sehr viel Technik, die dahinter laufen muss. Und das wird wahrscheinlich mit der alten Technik nicht mehr so ganz gut funktionieren. Auch die Achievements unter anderem. Ich glaube, Twitch. Ich mag Statistiken. Bitte? Ja, ich mag Statistiken. Statistiken sind gut. Ja, klar. Also, solange sie übersichtlich sind und aufgeräumt. Weil das ist halt wieder so ein Achievement-Ding, finde ich. Also ich habe mir das in letzter Zeit auch so ein bisschen vorgenommen und schön. Also wenn da was Neues kommt und das ein bisschen aufgeräumter ist, könnte das definitiv was Feines werden. Mhm. Witzig. Ist halt auch ganz praktisch für, wenn man dann schon relativ groß ist auch und Zahlen haben möchte, die man vielleicht Firmen zeigen möchte, um sich sponsern zu lassen. Nee, das ist nicht mehr möchte, das brauchst du ja dann schon am Ende. Eben. Und wenn das alles dann noch, wenn man mehr Statistiken und mehr Zahlen bekommt, die man wiederum anderen Leuten zeigen kann, um wieder woanders auch wachsen zu können, auch nicht schlecht. Tatsächlich. Das heißt, Leute, die halt noch kein Partner sind, sehen in den Statistiken, wie gut sie abgeschnitten haben auf dem Weg dahin. Und die Leute, die schon Partner sind, sehen dann immer noch. Also da, das dann quasi wie eigene Achievements sozusagen. Lest ihr viele? Also geht ihr tatsächlich im Hintergrund nach jedem Stream irgendwie und guckt, wie waren unsere Statistiken heute und solche Geschichten? Jeder Stream direkt danach. Instant. Okay. Ich habe eine Excel-Tabelle, in der alles geschrieben ist und dann schreibe ich alles auf. Ach so, tatsächlich so akribisch, minutiös. Ja. Ich habe jede Zahl habe ich auch geschrieben, ja. Ja. Für Sponsoren halt. Ja. Damit du halt auch nachweisen kannst, wer wann wo was geguckt hat und solche Sachen. Also ich habe auch komplett alles ausgearbeitet und fertig immer liegen für, ich glaube, ein Jahr jetzt. Ihr lasst euch aber nicht die Viewerzahlen anzeigen während des Streams, ne? Nee, die weiß ich nie, nee. Ja. Also das weiß ich nicht, aber ich hab alles aufgeschrieben. Aber nach dem Stream dann? Ja, nach dem Stream, ja. Okay. Also ich bekomme das nach dem Stream sogar teilweise, ich weiß gar nicht von welcher Seite, zugeschickt, prozentual, wie viele da waren, wie viel dazugekommen ist, etc. bla bla. Aber mir wurde gesagt, ich habe das zu tun, dass man sollte an sich arbeiten und man hat da zu gucken und zu wissen, wie sein Zeug läuft. Also ich kann das jedem nur empfehlen, das zu tun. Hat so ein großer Onkel hat gesagt, guckst du nach deinem Scheiß? Sollte ich mal. Langsam. Mal gucken. Ja, ich meine, gut, es gibt ja auch Services, Seiten wie Twitch zum Beispiel, da kann man sich das auch nochmal angucken. Das ist ja auch jeder Broadcast nochmal nachzuschauen. Ich kann da jedem nur die Seite Streamfinity empfehlen. Sind das die so gut mit E-Mails umgehen können? Oder ja. War das eine andere? Nee, das sind schon die. Aber das kann ja jedem mal passieren, ne? Also das kann ich jedem nur empfehlen. Das benutze ich selber auch. Bin da relativ, also ich, was heißt relativ, bin da sehr zufrieden. Da wird auch werden viele Neuerungen gemacht und so. Das benutze ich sehr gerne. Ich gucke bei Twitch. Die ist auch schön, die Seite. Da kann man sich nicht nur seine eigenen Statistiken übrigens anzeigen lassen. Ja, richtig, aber die sind, glaube ich, nicht pro Stream und so akkurat. Naja, was heißt akkurat? Die gucken halt immer mal alle paar Sekündchen oder Minütchen, greifen sie ab, wie viele gerade zuschauen. Ist aber mehr oder weniger, deckt sich schon mit dem, was auch in den Statistiken von Twitch angezeigt wird. Und bevor es diese Twitch-Statistiken gab, hatte man halt, also ich hatte zum Beispiel nur Twitch oder ich habe halt mein eigenes Programm laufen gelassen, Chatty. Ist halt auch eine super Sache. So, Chatty loggt ja auch, wie viele Leute zuschauen, alle paar Minuten. Und dann kann man sich, das mache ich zum Beispiel, weil ich zeige mir ja auch nicht im Stream an, wie viele Leute zuschauen oder wie viele Follower ich habe oder so, sondern ich gucke auch erst nach dem Stream, weil mich das während des Streams halt aus der Ruhe bringen würde, theoretisch. Und dann gucke ich halt nach dem Stream, gehe ich bei Chatty, lass mir das anzeigen und dann habe ich auch schon einen schönen Graphen, der durchgelaufen ist.
wann am meisten da waren, wann am meisten abgeschaltet haben oder so. Ist ganz praktisch. Sowas gucke ich alles gar nicht. Ey, sowas gucke ich nicht nach, das ist mir egal. Am Ende ist Average und High Peak und fertig. Mehr ist das nicht so. Weil am Ende versteifst du dich, glaube ich, zu sehr in diese Geschichte rein. Also ich meine, es ist so, Statistik schreiben an sich selber ist schon eher kontraproduktiv, weil du dich immer danach richtest, was du gemacht hast und ob du das nochmal erreichen kannst. Und also es ist schon, also ich sag mal, wenn ich das aus meiner Perspektive sagen kann, spielt das schon ein bisschen mit deinem Köpfchen so. Das auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, mit der Zeit kriegt man dann trotzdem damit, das ist nicht unbedingt klar. Wenn ich sehe, oh, ich habe heute PUBG gestreamt und da waren doppelt so viele wie davor und da haben auch viel mehr eingeschaltet zum Ende hin. Normalerweise gehen zum Ende ganz viele Leute weg. Dass ich dann daraus nicht lesen muss, ich muss jetzt ein 24/7 PUBG-Streamer werden, sollte jedem bewusst sein, weil auf Dauer ist es vielleicht nicht so gut, immer nur das eine Spiel zu spielen. Weil irgendwann wirst du aufhören mit diesem Spiel und dann ist, glaube ich, der Drop noch schlimmer, als wenn du die Spiele immer wieder durchwechselst. So. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mit Köpfchen dran geht, dann sollte das eigentlich einen nicht ganz so fertig machen. Es gibt verschiedene Faktoren und nicht jeden Faktor hat man immer im Hinterkopf. Das darf man nicht vergessen. Habe ich zumindest mittlerweile, glaube ich, ganz gut rausgefunden. So, klar, am Anfang, als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir auch gedacht, oh, okay, das Spiel kam gar nicht gut an. Nächstes Spiel. Und das macht halt einen Stream auf Dauer, glaube ich, nicht so angenehm. Macht dich auch nicht so angenehm. Ja, eben. Und mittlerweile, so seit einem Jahr, glaube ich, kriege ich das ganz gut hin zu sehen, ja, ich habe das Spiel gewechselt, sind weniger Leute da gewesen, scheißegal. In 2-3 Tagen, wenn ich das Spiel 2-3 Tage weiterspiele, wird es wieder besser gehen. Und wenn nicht, mein Gott, ist auch scheißegal. So. Danach kannst du dich irgendwann nicht mehr richten, weil ich glaube, dann in der Form wirst du dich so sehr beeinflussen lassen, dass du nicht mehr du selber bist. Ja, richtig. Das meine ich. Und irgendwann muss man dann anfangen, darauf zu scheißen tatsächlich. Und das spielen, worauf man selber halt am meisten Bock hat zu streamen. Ja. Ja, gucken auch die meisten Leute zu. Eben. So sieht es nämlich aus. Und selbst wenn nicht so viele zuschauen, hast du aber trotzdem deinen Spaß gehabt und bist dann nicht so unter... Nö. Keiner will einen Streamer sehen, der sich selbst unter Druck setzt. Keiner will einen Streamer sehen, oder das will ich auch nicht sehen, jemand, der sich da hinsetzt und so einen Flunsch zieht, weil du ihm ansiehst, ja, ich muss jetzt mein Geld... Entschuldigung, dass ich heute eine Flunsch ziehe. Er redet denn Entschuldigung. Von dir. Es tut mir leid, der Mittelpunkt des Universums kaputt gegangen ist. Hallo? Reden über dich. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Dann siehst du denen schon so an, dass sie darauf gar keinen Bock haben oder auf das Spiel keine Lust haben. Und das ist was, das kann ich mir nicht angucken. Ich schaue mir jetzt sogar Spiele an, die mich null interessieren, weil der Streamer einfach das gut verkauft und Spaß daran hat. Und aber das kann das beste Spiel sein, was ich super finde, wenn der da sitzt mit einem Flunsch und darauf keinen Bock hat auf dieses Spiel. Ja, Entschuldigung, dann schalte ich um und schalte zu jemandem hin, der Bock drauf hat. So. Klingt nix. Ja. Eben. Idealzustand ist natürlich, du spielst ein Spiel, das super viele Leute gucken wollen und das dir trotzdem Spaß macht. Aber das zu finden, ich glaube, das ist fast unmöglich. Würde ich sagen. Keine Ahnung. Goldrush. Das ist cool, das habe ich heute gesehen. Ich finde das mega gut. Ich habe nur gehört, es soll super buggy sein, aktuell noch. Das weiß ich nicht, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Auch okay. Goldkräuter sein. Kann man auch Diamanten finden? Oder so? Oder gibt es nur Gold? Keine Ahnung. Ich habe nur geschippt heute. Ich habe nur Gold geschippt heute. Das fand ich gut. Blood Diamonds? Ne, das, was ich gesehen habe, war gut. Und dann ist das Spiel abgestürzt und Dizzy hat nicht gespeichert. Und dann nochmal shippen? Ja, ich habe so eine Verkettung von, wie soll ich das sagen? Von Umständen. Von Umständen gerade, dass ich echt vorhin, Ich habe unter meinem Tisch gesessen, kurz mal Luft holen müssen.
Aber wenn es nur das Spiel, aber wenn es nur das Spiel wäre, ist egal. Hat, Du, ich bin gestern Abend von 8 bis 2 Uhr mit dem Raumschiff durchs Weltall geflogen in Elite Dangerous und hatte ganz viele super coole Daten dabei von neu entdeckten Planeten, die ich selber entdeckt habe, und bin in meiner Heimatstation leider nicht durch den Schlitz gekommen, sondern bin dran vorbeigerauscht und bin explodiert. Und alles war futsch. 5 Stunden Arbeit. Also wenn es dich tröstet, ich kenne das. Geht's gut, man. Mhm. Heute auch. Nochmal. Heute auch. Heute bin ich in einem Neutronenstern gelandet. Das war, ja. Und ich werde das Spiel trotzdem weiterspielen. So sind sie halt, die Spiele. Computerspiele. Hey, ja. Gehören halt dazu. Manchmal ist halt die ganze Arbeit des Tages futsch. Egal. Raids werden nun offiziell von Twitch unterstützt werden. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich bin nämlich kein Fan von Kindergartengruppen, die im Kreis rennen und ihre Hände in die Luft schreien und schreien, hallo, hallo, ich bin's, Denn das sind Raids, aber viele mögen sie. Und die werden nun tatsächlich offiziell unterstützt werden. Das heißt, man kann demnächst nicht nur Leute hosten, sondern man kann sie tatsächlich über einen Button oder über einen Befehl raiden, wahrscheinlich /raid, und dann erscheint im Chat oben, wie an der Stelle, wo auch die Resub-Nachricht erscheint, der Raid-Button, und dann kann man da draufklicken und man landet automatisch auch im Chat, weil beim Host wechselt es sich ja nur das Bild. Jetzt wird sich auch der Chat wechseln und man landet direkt auf dem Kanal des Geradeten und kann da direkt mit raiden. Ob da auch eine Nachricht eine automatische mit reingeschrieben wird oder so mit Spam und allem drum und dran, muss man sehen. Aber das, genau, kommt auch im November. Hey, gut. Finde ich auch gut. Ich bin so ein, weiß nicht, ich raide sehr selten. Ja. Und wenn dann das so, finde ich gut. Ich raide auch sehr selten. Oh, Verzeihung. Ich raide auch sehr selten. Aber es ist halt, nachts ist keiner da, so. Nachts ist so. Wenn ich meistens fertig bin, dann da nicht mehr viele übrig. Aber Raids sind gut. Finde ich schön, dass sie es machen. Finde ich auch gut. Das wird wieder sehr interessant die nächsten Wochen. Sehr Raid-lastig. Meinst du? Ja. Mit Sicherheit. Finde ich gut. Make Raids great again, so. Make Twitch Raids again. Das wird schön. Ja. Man muss halt immer darauf achten. Es gibt ja Raids und Raids, ne? Es gibt die Raids so, hallo! Oh, Entschuldigung. Hallo, ich bin's. Hallo, wollt ihr mir folgen? Ich meine, vielleicht kriege ich mehr Viewer, wenn ich raide. Ach, die... Gab's in letzter Zeit aber nicht mehr so häufig, oder? Oder bei dir schon? Bei mir? Ja. Bei mir, Raiden ist, glaube ich, generell bei mir weniger geworden. Also so viel sind es nicht mehr. Nö. Aber ich glaube, ich sag mal, wenn du dich jetzt 2-3 Mal geradet hast, dann machst du ja auch nichts Neues. So. Also bei mir gibt es dann halt schon noch mal ein bisschen Tamtam beim Raiden. Ich werde halt immer nachts geradet, irgendwann um 00:30 und da kannst du nicht mehr Alarm machen. So. Aber ich letzte Woche 2-mal. Dreimal, ja. Doch, ich habe schon noch Raids. So. Kleine, große. Ich hoste. Also entweder. Lieber. Ja, ich bin auch ein. Ich auch host. Ja, ich hoste auch gut. Selber bin ich ein ganz schöner Raid-Muffel, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil mir eben jetzt, wo Twitch das dann so anbietet, guck mal da oben, zack, der Chat ändert sich und das Ganze und die Leute machen dann damit. Dann ja, aber selber bin ich doch ein, weil ich weiß nicht. Ich hoste lieber. So zack, da ist der Host und dann sage ich Hallo. Bin eher Hosterino als eben. Raider. Ich gehe davon. Ich hoste ganz selten. Nee, hoste ich nicht viel. Nee, das mache ich selber, weil es halt kaum noch einer da. Ja gut, hosten wenn da. Keiner da ist, dann... Ich kann höchstens bei den Amis reinhosten und dann, ja gut.
ist dann nicht mehr so viel da. Ich würde auch ein bisschen raiden gehen und mal ein bisschen Alarm machen. Wir waren letztens, ich glaube, ja, bei Sled waren wir letzte Woche. Das war ganz cool. Das hat ja, Spaß da, ja gut, ja, da waren wir auch. Ja. Als er Elex gespielt hat? Ja, am Donnerstag. Ja. Auch ein interessantes Spiel, aber da reden wir wahrscheinlich nächste Woche, in zwei Wochen drüber. Ne? Heute nicht ausführen. Oh, nee, heute glaube ich, wäre es nicht das richtige Thema. Nee. Ich glaube aber auch, dass die Raid-Funktion eher so eine Art erweiterte Host-Funktion wird. Quasi du hostest, raidest jemanden und die Leute landen halt auch im Chat halt. Ob da jetzt wirklich großartig Tamtam gemacht werden muss, glaube ich, steht dann zur Debatte, ob der Streamer das will oder nicht. Wenn der Streamer sagt, nö, bleib mal ruhig, gechillt, so, geht da rein, sagt einen schönen Gruß und fertig ist die Sache, dann wird wahrscheinlich auch die Raid-Funktion eher einfach nur so eine Art, ja. Vielleicht streichen sie die Host-Funktion komplett und es läuft dann alles nur noch über Raid. Ich glaube, den meisten müssen man erstmal Raids erklären. Ich denke, dass viele das noch gar nicht kennen. Wahrscheinlich. Werden wir sehen. Werden wir sehen. So, nächstes Thema, oder was? Wären die Rituale. Die Twitch Rituals. Was, glaube ich, so mehr oder weniger das ist, was am wenigsten bekannt ist, was das tatsächlich sein wird, weil das Beispiel, das gezeigt wurde auf der Bühne, war so lame irgendwie. Da kann man dann mitteilen, dass man zum ersten Mal zuschaut. Toll. Das ist aber klasse, dass du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Das kann man auch in den Chat schreiben, da muss man nicht einen extra Knopf drücken. Weiß ich nicht. Mehr Spam muss jetzt nicht sein im Chat. Obwohl, zum Spam kommen wir auch gleich noch, tatsächlich. Wird sich zeigen müssen, was genau dann noch mit reinfällt. Weil das Beispiel jetzt mit, ich gucke heute hier zum ersten Mal zu, also drücke ich diesen Knopf und teile allen mit, dass ich heute zum ersten Mal zuschaue, finde ich jetzt noch nicht so prickelnd. Es kann natürlich sein, dass dann noch mehr dazu kommt. Ich habe momentan sehr oft Leute da, die wirklich dann schreiben, hallo, ich bin das erste Mal da. Und ich finde das super. Ja. Ich mag das sehr gerne, dass sie das so von sich aus sagen. Und ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie das dann so in den Chat reinschreiben, weil, ne, man hat ja eigentlich, also meine Community, die nimmt die dann, naja, die meisten mit offenen Armen so empfangen und die anderen setzen sich lieber auf ihre Finger. Ich weiß es noch nicht. Man muss es ja nicht, ne? Ja, ja. Das ist wieder so ein Feature für die Leute, die sowieso schon ohne Grund nerven. Ich kann, meinst du? Ja. Es gibt halt Leute, die, für die ist das gut und da finde ich das schön. Mhm. Und dann gibt es Leute, die mich nerven. Ja, aber die können. Und die benutzen dieses Feature. Aber man kann das doch nur nutzen, wenn man wirklich das erste Mal zuschaut, oder? Und ich habe gedacht, danach kann man es nicht mehr nutzen. Ja, das ist, ja, klar. Ja. Es ist halt immer schwierig, sag ich mal. Manchmal, du hast halt so, man weiß ja nie, wer dahinter sitzt. Das ist ja das Problem. So, es kann ja jemand sein, der, sag mal, ein bisschen durchgerüttelt wurde oder zu dicht an der Wand geschaukelt hat, sage ich jetzt mal nett. Das weiß man immer nicht. Und sowas ist so eine Thematik, ist wirklich sehr schwierig. Und gerade wenn du, sag ich mal, einen Account, gerade wenn du jetzt, sag ich mal, relativ frisch bist auf Twitch, ist das. Ich weiß nicht. Also ich meine, die Features sind alle toll. So, das Ding ist halt, den Großen ist es scheißegal, weil die lesen sowieso nicht. Wenn du jemand bist, der viel Chat liest, kann das schwierig werden. Also ich meine, ich freue mich auch, wenn Leute mir das sagen, aber es ist auch immer so tagesformabhängig. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel wie jetzt in den Ferien das hast, oh Gott, das würde mich auf die Palme bringen. Aber, also wenn das jetzt die Woche passieren würde, in den Ferien so, dann nehme ich dann schon jeden so, willst du mich jetzt trollen? Und ich höre, also für mich wäre es kontraproduktiv für einen Stream. Sage ich jetzt ganz ehrlich, so nach aktuellem Gemütszustand. Was ich gerne hätte, wäre eine Erster-Taste. Eine bitte? Eine Erster-Taste. Ich mache den Stream an und der Erste, der einschaltet, darf die drücken. Und dann schreibt er, Erster. Das wäre cool, ja. Ja.
Und wer am meisten Erster hatte am Ende des Monats, kriegt ein Erster-Badge. Das ist dann so ein kleines Kindergartenkind mit so einer Kappe und so einem Propeller obendrauf. Oh, wow. Das wäre cool. Das würde ich gut Guck, finden. Guck, Achievements, ne? Ja, Achievements. Mit Badges. Seine eigenen Achievements gestalten. Überleg mal. Wer hat am längsten zugeschaut? Mhm. In einem Monat. Das kann man bei uns schon gucken. Ja, mit Bots. Chatbots. Ich weiß nicht, ob du Aber die das Warframe... Aber das ist gar nicht so verkehrt. Das ist gar nicht so verkehrt, weil du willst ja auch die Leute an dich binden irgendwo. Ja, ja. Und solche... Darum geht's. Normalerweise sind solche Gimmicks ja, sind vielleicht dumm, aber auch sehr gut. Weil du bindest ja die Menschen an dich. Ja. So, wenn du, ich würde das gar nicht verkehrt finden. Sagen wir mal so, die ersten drei oder so kriegen den Free-Sub beispielsweise. Ich würde es gar nicht dumm finden. Und das wäre auch gar nicht so schlecht, weil View-Time, ne? Ja. Es soll, muss ja auch wieder irgendwas zurückgegeben werden. Und nicht immer nur in, also es ist ja nicht eine Einbahnstraße. Aber momentan kannst du das nur über die Chat Aktivität auslesen. Also diese ganzen Bots, die ihr zum Beispiel habt, wie lange bin ich dabei? Du kannst auch hast die Viewtime. Hast du auch die Viewtime? Dann, ja, natürlich. Wie ja. kann der Bot denn das denn auslesen? Wie viel da, wenn du im Chat aktiv bist und die du... Sind sofort, sobald ihr wenn du rein. Im Chat kann ich auch bei Chatty die ganze Zeit dabei sein und muss nicht deinen Stream aufhaben. Na gut. Bin ja, das wird gezählt dann halt. Ja, klar. Das zählt trotzdem. Genau. Deswegen... Wäre es ja eher praktisch, wenn Twitch dann auch per API ausgibt, wann habe ich auch zugeguckt, sozusagen. Und diesen Knopf, ich bin zum ersten Mal hier heute in diesem Stream, den wird es ja auch nur geben, wenn man auch wirklich zuschaut. Der wird ja nicht da sein, nur weil man im Stream ist. Das heißt, irgendwie werden sie das ausfragen können. Das heißt, es wäre dann praktischer, wenn der das dann auch tatsächlich mitzählen könnte. Ja, das wäre tatsächlich sehr praktisch. Aber wie man sieht, an der zum Beispiel Warframe-Community aktuell, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Irgendwas kann man da farmen momentan in Twitch-Chats. Und deswegen haben sich super viele Leute in Warframe-Streams geparkt. Die haben irgendwie momentan doppelt so viele Chat-Mitglieder wie Zuschauer. Ah. Ich habe das nicht so ganz durchschaut, aber das wäre zum Beispiel was, ja. Ich habe auch Chatty an den ganzen Tag und bin in 5, 6 Streams in Chats aktiv, ohne dass ich sie gucke. Heißt. Ich habe wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Viewtime in eben diesen Streams. Ohne dass ich tatsächlich als Viewer zähle bei Twitch oder aktiv mich am Stream beteilige. Und das bringt dann natürlich nichts, weil einfach nur in dieser Chatliste aufgeführt zu sein, bringt dem Streamer ja nichts. Aber das wäre praktisch. Würde ich auch gern sehen. Ich habe, seitdem ich Chatty nicht mehr auf meinem Gaming-Rechner habe, habe ich keine Viewtime mehr bei keinem. Gibt's nur, wenn ich streame, habe ich Chatty an. Ja. Ja. Mittlerweile vergesse ich es auch immer anzumachen, wenn ich nicht streame. Tatsächlich. Trotzdem fände ich das praktisch. So die Achievements so ein bisschen erweitern, auch Viewer-Achievements in Streams und sowas zu machen. Mhm. Eben über diese Rituals. Wenn die das noch mit reinbringen, das wäre tatsächlich. Es ist Schnickschnack, aber das wäre tatsächlich Schnickschnack. Dazu, das wäre mega geil. Bitte? Oder dass du Extensions noch dazu hast und das unten dann auffüllen kannst. Das wäre mega geil. Das würde ich auch echt cool finden. So, dass aktuell? Du deine Ränge aufzeigst und bei uns zum Beispiel, dann kannst du eine Beförderung kriegen oder so ein Zeug. Das wäre mega cool. Also das sind so Spielereien, wo ich sagen würde, Mann, das würde ich aber auch mal einbauen. Und nicht einen Bankraub, ich will Kekse klauen oder was auch immer der ganze Quatsch da ist. Das könnte man auch über Extensions demnächst durchziehen. Ja. Was auch nicht schlecht wäre, finde ich. Das ist richtig. Wenn der Chat davon ein wenig befreit wäre. Aber wie gesagt, da kommt ja auch noch was, worüber wir gleich reden werden, was eventuell auch ein bisschen helfen wird, den Chat ein bisschen zu befreien. Aber das kommt erst nach dem nächsten Punkt. genau. Und zwar kommt der nächste Punkt. Twitch Premieres. Das war, glaube ich, das Erste, was sie angekündigt haben. Habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, was genau das ist. Erst als ich mir dann die kleinen Videos auf Twitter angeguckt habe, habe ich es dann verstanden. Das wird ein Video-Editor, mehr oder weniger, wo man die Clips im eigenen Kanal vermutlich zusammenschneiden kann. Vermutlich auch Highlights, nehme ich an. Direkt auf Twitch kann man per Drag and Drop
reinziehen und sie dann gemeinsam wie eine Wott mit den Leuten zusammen angucken. Das heißt, ich meine, du hast zum Beispiel Monthly Highlights irgendwie, die jemand für dich schnibbelt, Das wird dann wahrscheinlich damit ein bisschen einfacher funktionieren, tatsächlich. Entschuldigung. Alles gut. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Was ich da vor allem gut fände, wenn das dann noch mit dabei kommt, wäre, wenn sie gleichzeitig diese ganze Highlight-Seite, den Editor, mit dem man halt eben seine Highlights erstellt, ein bisschen überarbeiten würden. Davon gehe ich nämlich so ein bisschen aus, dass wenn dann quasi so eine Art Clip-Video-Editor-Programm dazu kommt, wo du tatsächlich einzelne Clips zusammenschnibbeln kannst und aneinander hängen kannst und so, werden sie vermutlich gleichzeitig auch einem die Möglichkeit geben, seine Highlights endlich vernünftig zu schneiden. Denn aktuell ist das System einfach so alt und so überaltet einfach, dass das kaum, glaube ich, noch jemand nutzt. Also die einzigen Situationen, in denen das noch genutzt wird, ist, um seine Streams für immer zu speichern. So, man setzt den einen Cursor nach ganz links, den anderen nach ganz rechts, hat den ganzen Stream gehighlightet und dann wird er nie wieder gelöscht. Das ist die einzige Situation, in der momentan, glaube ich, die meisten Leute noch Highlights schneiden. Die wenigsten setzen sich dahin, gucken sich ihren Stream an und schnibbeln das irgendwie in einzelne Segmente, weil die Clip-Funktion da doch ein bisschen besser ist mittlerweile. Ich habe nie wirklich viel. Also ich habe irgendwann aufgehört, Highlights zu schneiden. Hat irgendwann. Ich habe keinen Sinn darin gesehen, weil es keiner geguckt hat. Ich habe eine Zeit lang meine Streams tatsächlich unterteilt in halbstündige Videos, damit ich sie bei YouTube hochladen kann. Das habe ich auch automatisch machen lassen. Was kann ich? Kannst du auch automatisch machen lassen. Ja, aber nur in 15 Minuten. Ja. Ja, und das ist zu kurz. Das hat mich genervt. Deswegen habe ich das halt, und ich wollte ja auch selber wissen, ne, ich wollte ja die Momente in einem Stream abschneiden. Den Schnitt wo, selber machen. Genau, wo ich nicht gerade mitten im Satz irgendwie unterbreche oder so, sondern das, da wollte ich schon so ein bisschen mehr Freiheiten haben. Irgendwann habe ich damit aber aufgehört, so, weil das lief ganz gut am Anfang mit Stardew Valley, aber irgendwann haben die Leute das auch nicht mehr geguckt. Und es war einfach viel zu anstrengend, das zu machen, weil du musstest, ich habe mich dann da hingesetzt nach einem Stream irgendwie einmal die Woche und habe die letzten 7 Tage zusammengeschnitten und war da halt nochmal irgendwie 3-4 Stunden dabei, weil du jedes Mal die Seite neu laden musst, jedes Mal den Cursor wieder dran setzen musst, anstatt einfach zu sagen, da ist ein Schnitt, da ist ein Schnitt, da ist ein Schnitt, da ist ein Schnitt, schneid mir das alles in Teile, benenn die so. Es ist halt sehr, sehr müßig und unfassbar anstrengend. Deswegen habe ich damit irgendwann auch aufgehört. Das war einfach die Zeit nicht wert am Ende. Also ich highlighte noch die ganzen Streams, sorry, und Mods helfen mir da. Also die haben dann so witzige Stellen, die sie rausnehmen und highlighten und wenn ich dann sage, so, ja, nö, das war jetzt dann doch nicht so kribbelnd. Aber ich hatte früher einen Befehl, den hast du eingegeben, Ausrufezeichen Highlight, und dann hatte ich eine Uhrzeit genau dastehen, wann eben dieses Highlight, das habe ich seit Ewigkeiten nicht gemacht. Stimmt. Und dann habe ich immer nachgeguckt, wo war denn das? Und ist es im Nachhinein immer noch witzig oder war es halt so Situationskomik, weißt du, wo du, naja gut, nee, jetzt ist es nicht mehr so, da war es super lustig, jetzt denkst du dir so, nee. Hast halt auch die Clips jetzt, ne? Aber ich habe zum Glück da Hilfe. Ja. Also ich habe das irgendwann aufgehört. Weil ich das einfach, das ich habe über 1100 Highlights. Und ich habe früher jedes Spiel geschnitten, in eine Google Sheet getragen, da einsortiert mit Spielstunden und Steam Link und all möglichen Scheiß habe ich gemacht. Aber wofür? Wofür? Am Ende des Tages guckt eh keiner Bots. Also, was heißt keiner? Entschuldigung. Wenige. Sehr wenige. Ich finde es noch schön als eigene Erinnerung. Also, ich gucke mir manche Sachen, die so 2 Jahre alt sind, und dann lache ich heute noch drüber und bin froh, dass ich dieses Highlight habe und bin so ein bisschen nostalgisch. Ich bin alt. Ich
gucke mir gerne Sachen nochmal an. Ich habe mir auch überlegt, ich werde Ni No Kuni wahrscheinlich auch komplett schneiden und in eine Playlist packen, weil das war schon was Besonderes. Auf jeden Fall. So, das Spiel. Aber für alles werde ich es nicht mehr machen. So South Park werde ich jetzt auch nicht. Das South Park auf jeden Fall. Aber sowas wie wenn ich jetzt die Lego-Sachen spiele oder so und oder Stardew Valley, das highlighte ich jetzt nicht. Ja. Aber Story-Games an sich, wie zum Beispiel The Last Guardian und solche Sachen, The Last Day of June, das highlighte ich auf jeden Fall, weil ich werde todstraurig, wenn's nicht mehr da wäre. Ja. Eben. Mal gucken, wie das mit Premieres ablaufen wird. Hm? Also ich hoffe sehr, dass sie da tatsächlich gleich mit einer kompletten eigenen Videoschnittbearbeitungssoftware kommen. Was ich ein bisschen traurig finde, was sie nicht angekündigt haben, was ich letztens auch gehört habe, war eine sehr, sehr gute Idee. Das war einfach mit OBS zusammen sich hinzusetzen und einem Streamer die Möglichkeit zu geben, verschiedene Audiosignale zu senden. Dass der Zuschauer selbst entscheiden kann, welche Audiospur er gerade hören möchte. Wenn du jetzt wenn ich zum Beispiel jetzt ein Spiel streame, wie... Das ist logistisch nicht einfach zu lösen. My Summer Car. Wie es logistisch zu lösen ist, klar. Einfach ist nix. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel My Summer Car spiele, das Spiel hat ganz, ganz wenig eigene Musik, so die wird irgendwann nervig auf Dauer, weil es halt so, ne, finnische Humpa-Musik ist. Ist ganz witzig einmal, aber dann auch nicht mehr. Und deswegen lasse ich dann im Hintergrund, weiß nicht, Classic Rock oder irgendwelche Partymusik oder sonstiges laufen. Aber manche Leute möchten meinen Stream sehen ohne die Musik, weil sie vielleicht eigene Musik dabei hören können. Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt die Musik, die ich jetzt über Winamp, Spotify, was auch immer höre gerade, könnte ich theoretisch über eine andere Audiospur an Twitch senden. Was jetzt nicht so viel Bitrate jetzt ist. So die Bitrate, mit der ich jetzt gerade die Audiospur sende, sind 160 vielleicht. Das heißt, das würde ich vom Video dann abschnibbeln und nochmal 160 draufpacken. Und dann hätte ich zwei Audiospuren und die Leute könnten die Musik dann einfach leise stellen und könnten ihre eigene Musik hören. Das finde ich sehr praktisch. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so schwer wäre umzusetzen. Für einen Streamer bestimmt, weil du musst dann zwei Audiosignale haben, in die das unterteilt ist. Klar. Ja, das ist das Einfachste. Ja, aber für OBS, glaube ich, wäre es nicht so schwierig, zwei Audiospuren in ein Videosignal zu packen. Nee. Aber das auf der anderen Seite auszulesen. Meinst du? Mhm. Also bei Twitch meinst du? Mhm. Ja. Das ist nicht einfach. Ich habe keine Ahnung von Frontend, Backend, Streaming-Services, keine Ahnung, aber... Am besten ist einfach mal, und so ist es, entweder kommst du damit klar, was du da hörst, oder nicht. Ja, natürlich. Das ist eine ganz einfache Regel. Und dieses, das sind so, Slabby, die Gedanken habe ich mir früher auch mal gemacht, dass für jeden irgendwie, ja, okay, der will keine Musik hören, okay, der möchte jetzt heute vielleicht doch nicht die Casey Unbox-Playlist hören, aber das ist egal. Weil am Ende des Tages ist den Leuten die Mucke auch Wurst. Und ob die das nur auswählen können oder nicht. So, das ist rein von der Logistik her, würde das jetzt 20 Leute betreffen von 1000. Weil die anderen, weiß ich, die Streamer, die wirklich wichtig sind für Twitch, denen ist das Wumpe. Und die brauchen auch diese Feature nicht. Und deswegen ist der reine Kosten-Nutzen-Faktor für so eine Sache ist Quatsch. Und das ist, glaube ich, also es ist nicht einfach, das auseinanderzunehmen, zu filtern. Wenn es schwierig ist, dann kann ich verstehen. Ich hatte nur trotzdem davon gehört und ich habe mir gedacht, wäre jetzt nicht so schlecht, wenn ich manche Streams gucken könnte und da die Musik einfach rausnehmen kann. Klar, wenn du ein Story-Game spielst, gehört die Musik dazu, dann läuft das sowieso übers Spiel. Die Musik kannst du nicht rausblenden. Aber wenn ich jetzt so ein kleines Spiel spiele, irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Wild oder einem Bacon Donut bei Minecraft gucken Minecraft spielen zuschaue. So was ich immer noch gerne tue, nach 3 Jahren. Aber irgendwann geht mir Monster Cat einfach so unfassbar auf den Keks. Ich kann einfach kein Monster Cat mehr hören, weil sie seit 3 Jahren hören sie rauf und runter die gleiche Playlist. Und irgendwann kann ich es einfach. So Musik ist sowas, was bei mir sehr, sehr schnell nervt. Und ich würde sehr gerne einfach mal einen Bacon Donut oder einen Wildstream gucken, ohne Monster Cat hören zu müssen. So.
Und das ist tatsächlich ein Grund geworden, warum ich diese Streamer nicht mehr schaue, weil sie immer noch die gleiche Musik hören, wie sie schon vor 3 Jahren gehört haben. Und würde das halt so funktionieren, über eine andere Spur, und ich könnte es ausmachen, könnte meine eigene Musik im Hintergrund leise anmachen und denen einfach nur beim Quatschen und beim Spielen zuschauen. Das wäre super. Ja, wie gesagt, da bist du ein Einzelfall der Konsumenten. Wahrscheinlich. Ja. Vermutlich bin ich das. Trotzdem, Optionen zu haben, stört nie. Sag ich jetzt. Naja. Irgendwann, Slabby, wenn du 40.000 Subscriber hast, kannst du vielleicht einen Bund stellen bei Twitch. Und sie hören dann auf dich. Siehst du, guck, hast du gleich mal den Achievement, was du erreichen kannst. Ja. 40.000 Subs, alles klar. Ja, kannst gleich unten reinschreiben. Unity Achievement, Ladies and Gentlemen, 40.000, let's go. Bam. Ja. Bims ich dabei. Genau. Ja, gut, Twitch Rooms. Ach nee, Twitch Rooms, genau. Hallo Katze. Die ist ja jetzt noch näher dran als sonst. Eine Neuerung, die ich sehr interessant finde, die Twitch angekündigt hat, das sind die Rooms. Mhm. Das finde ich sehr interessant, aber auch ein bisschen kritisch, wenn ich ehrlich bin. Und zwar wird es gegen Ende des Jahres möglich sein, mehrere Chats neben seinem Stream laufen zu lassen. Was ich einerseits sehr praktisch finde, wenn man Regeln für diese Chats einstellen kann, wie Filter zum Beispiel, dass es unter anderem, weiß ich nicht, momentan gibt, mittlerweile gibt es ja Filter, du kannst ja einstellen, dass du einen Emote-Only-Chat hast, so. Die Leute können dann halt nur noch Emotes posten, nichts anderes. Alles, was Text ist und nicht als Emote erkannt wird, wird einfach ausgelöscht und erscheint nicht da drin. Wird gar nicht erst gesendet. Und wenn du selber diese Filter setzen kannst für eben diese Rooms, die neben dem Hauptchat laufen, sagen wir, alles, was du einträgst, muss mit einem Ausrufezeichen beginnen, dass du quasi alle Befehle, die du für einen Chatbot, an den Chatbot abgeben möchtest, nur noch in einem bestimmten Nebenraum reinschreiben kannst. Für diese ganzen Spambots, die es halt gibt bei euch zum Beispiel. Also zum Beispiel Join Arena. Bei mir nicht, danke. Du hast auch lang genug die Bumsboje, also jetzt tu mal nicht so. Bist du bescheuert? Ich habe immer noch die Bumsboje. Ja, eben. Aber da wird nicht gespammt. Ja, früher konntest du da aber, sagen wir, jemand möchte abfragen, seit wann er dabei ist oder welchen Offizierrang er hat. Das ist auch schon genug. So, das kann er dann demnächst nicht mehr in dem Hauptchat machen. Oh, und der feine Slappy hat sehr viel Chat-Aktivität bei sich. Nervt nicht. Oh, warte. Sondern es kann dann in einem Nebenraum passieren. Und es unterbricht nicht eben den Hauptchat. Oh Gott, und den Leuten das zu erklären, dass das alles in einem Nebenraum ist. Warum kann ich das nicht abfragen? Warum geht das nicht? Bist im falschen Raum. Ich find's, es gibt die Räume doch schon, also den Mod-Raum oder so, das gibt's doch schon immer, also oder schon Ewigkeiten. Ja, ja, du kannst Nebenräume aufmachen, ja. Ja, wo zum Beispiel nur die Mods, wo du einladest und dann die Mods drin sind. Ja. Ich find's ein bisschen schwierig und weiß nicht, warum ich mitten beim Stream dann durch verschiedene Räume klicken sollte. Darum gibt's doch die Twitch-App, Ich glaube, dafür ist das auch gar nicht. So, die Räume, jeder kann sich mittlerweile selbst einen Raum aufmachen. Das geht schon seit ich Twitch kenne, kannst du im Chat deinen eigenen Raum aufmachen, Leute dahin einladen und da kann man sich neben dem Hauptchat miteinander unterhalten, wenn man möchte. Da muss man auch nicht mal im Stream drin sein, sondern Hauptsache man ist in diesem Chat drin. Ich glaube, das soll ein bisschen anders ablaufen, dass es dann anders sortiert ist, dass du dann neben dem Chat Knöpfe hast, auf die du drücken kannst, wo du dann direkt sehen kannst, quasi wie in der Twitch-App, einzelne Räume, die du dann siehst und auf die du dann klicken kannst. Aber der Streamer, also ich gehe nicht davon aus, dass Twitch davon ausgeht, dass ein Streamer jetzt mehrere Chats gleichzeitig lesen muss. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Also mir reicht schon ein 25 only. Chat. Was? 25 only. Was?
Sorry, Chat, aber ich lese heute nur 25 only. Heute ist Sub Sunday. Zum Beispiel. Wow. Ja, das war der das Beispiel, das Twitch auch angeführt hat. So ein extra Raum nur für Subs, nur für Tier 3 Subs oder sonstiges. Ein plebfreier Raum quasi. Schlecht. Hashtag Sellout. Was sagst du, Sally? Ich finde das jetzt nicht so schön, sage ich jetzt noch mal. Also in einer anderen Ausdrucksweise. Ist jetzt nicht meins. Mir ist zu viel Räume, ist mir schon, habe ich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du das als Streamer halt alles auf einmal siehst und so. Und wenn da Gruppieren, dann sollen die auf die Twitch-App gehen oder sich unterhalten über das, die Chat. Nee, ich finde es jetzt, nö. Also ich habe keinen Bedarf dafür. Ich würde das jetzt auch nicht so aufstellen, verschiedene Räume. Da dürfen sich nur die Subs unterhalten und da die Follower. Und wer gar nichts ist, der hat gar nichts zu melden. So, hä? Weiß nicht. Mir ist es wichtig, dass ich meine Mods lesen kann, dass die ihren eigenen Ding haben. So, okay, da, zack, 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 da weiß ich, was los ist. Und den Rest möchte ich bitte alles auf einem haben. Ich würde eine Buh-Ecke unglaublich toll finden. Eine Buh-Ecke? Wo man diese ganzen Leute, die einen tierisch nerven, einfach mit einem Klick rüberschmeißen kann und die dürfen nur noch da drin chatten. Und dann können die sich alle den ganzen Tag vollkoffern und dann machst du den Chat einfach zu und schiebst sie da immer rein. So zack, du meinst, zack und schaffst sie immer rüber. Moderne Art von Timeouts. So geht man ins Spieleparadies. Ich würde jetzt nicht sagen, man braucht sie halt nicht bannen, ne? Dann fühlt sich's nicht so schlecht und dann kommen halt nicht die Twitch-Menschenrechtler wieder auf dich zu und verklagen dich, weil du Leute bannst, ja? Dann schiebst sie einfach da klangheimlich rüber. Und dann können die sich da den ganzen Tag vollkoffern, von morgens bis abends. Dann denken sie immer, dass sie untereinander bei mir im Chat schreiben. Haha, Pustekuchen, nix ist. Das wäre ja wie ein Shadowban quasi. Ja. Oh Gott, da darfst du niemals reingucken, ne? Sonst Gott, das wäre großartig. Das wäre großartig. Eine Sissy-Ecke. Oh, das ist Aber die Chat-Nachrichten aller anderen erscheinen da trotzdem. Ja, und dann irgendwann merken sie, dass keiner mit ihnen redet. Ja. Oh, das wäre super. Ja, quasi wie ein Shadowban. Wenn du in deinem eigenen Kanal Leute Shadowban könntest. Das wäre so gut. So ganz, ganz leise. So Bannknopf gedrückt und der denkt die ganze Zeit, du liest es. Aber du liest es eigentlich die ganze Zeit nicht und keiner kann es lesen. Weil dafür gibt es eine Ignorze. Nein, aber dann ignorierst du ja nur du ihn. Und das als Streamer zu machen, ist ganz schön dämlich, weil der kann ja trotzdem noch schreiben und alle anderen können es lesen. Ich meine, dass niemand... Also ich habe mittlerweile sehr viele auf Ignor. Würde ich nicht machen. Doch. Weil derjenige kann dann... Gut, du hast Mods, die passen drauf auf. Ja, das stimmt. Aber es könnte trotzdem sein, dass halt dann mal jemand was reinschreibt und du es nicht siehst. Und alle anderen es aber lesen können. Also ich nutze die Ignor-Funktion tatsächlich gar nicht. Doch, ich habe super viele Leute auf Ignor, die mich schon triggern, wenn sie nur Hallo sagen, weil ich ganz genau weiß, was passiert. Und weil du die sind, das Problem ist, die Personen sind nicht so ausfällig, dass es einen Grund geben würde, sie zu bannen. Außer zu sagen, du nervst mich. Und das ist für mich kein Grund, sie zu bannen. Aber ich kann diese Menschen nicht mehr lesen. Ich kann es nicht mehr. Wenn ich nur den Namen sehe, dann gehe ich schon durch die Decke. Und die habe ich auf Ignor. Also, wenn sie die tun neu dem sind? Chat nichts, sondern sie tun mir nur was. Ach so, ja, so. Ich weiß, was du meinst. Schmeiß ich trotzdem raus meistens. Du passt deswegen sagst du mir nur einmal im Monat Hallo, wenn ich bei dir sammle. Wer, ich? Dir? Ja. Schreibst du nie in meinem Chat? Nein, und Spaß. Wenn du mal im Chat schreiben würdest, würde ich auch Hallo sagen. Die Nummer brauchst du gar nicht anfangen, Freundin. Ich sag immer, du passt hier nicht rein. Ich merk das schon. Das ist so, fängt schon alles an zu zucken, kriege ich schlechte Laune, du passt hier nicht rein. Ich bann die Leute dann trotzdem, wenn sie mich nerven. Und ich erkläre denen das auch ganz genau so. So, du nervst mich, du gehörst einfach nicht in diesen Chat. Tschüss. So, weil es ist mein Wohnzimmer und wer in mein Wohnzimmer reinkommt und mir mitten auf den Teppich kackt, der hat da halt nichts verloren. So, der wird rausgebeten und der braucht auch nie wieder zu kommen. Also ich nutze da eher die Bann-Funktion als die Ignor-Funktion. Angst, Pipi ist in Ordnung, aber drauf kacken geht nicht, ne? Ja. Ja. Genau.
Für mich ist das einfach nervig, diese Diskussion, die danach entstehen. Ich weiß, was du meinst. Genau deswegen ignoriere ich diese Menschen, weil diese Diskussion einfach so lange ist, dass du irgendwann kompletten Ausraster kriegst. Und du kannst den Leuten auch nicht sagen, ja, jetzt Fresse, ich habe das entschieden. Könntest du machen, aber das auch das führt wieder zu Diskussionen. Und deswegen, ach, ich ignoriere die einfach und fertig. So, quatschst du mich nicht voll, könntest du mit den anderen reden, fertig. Fertig. Hm. Weil das Ding ist halt mittlerweile schon allein beim Basteln. Also von 90%, nee, nicht 90, aber sagen wir mal 50% aller Bastelstreams sind nur mit so einer bescheuerten Diskussion voll. Weil Leute meinen, ey, das ist jetzt aber kein Holzbohrer, das sehe ich instant, das ist Metall. Dann sitzt du da und denkst dir, was ist mir? Dann zeigst du denen, dann diskutierst du so 100 Stunden über Sachen, die, ach. Aber Dizzy, du musst, wenn du ein Rohr sägen musst, musst du halt von vorne nach hinten, nicht von oben nach unten sägen. Ich säge, ist scheißegal, ob das Rohr ist durch. Ah, das war ein spaßiger Stream. An den erinnere ich mich gerne zurück. Mit der Feile? Ja, nee, mit der Säge. Wo er dieses Rohr sägen wollte und dann erst befestigen wollte an seinem Tisch und das irgendwie nicht funktioniert hat. Und der Chat vollkommen ausgerastet ist. Ich mag sowas. Kann den Chat, nee, ich gar nicht. Mach mich über den Chat dann eben lustig. Nee, kann ich nicht. Also nach so vielen Jahren bin ich's leid. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu diskutieren. Ich habe generell keinen Bock mehr, mich mit so Leuten auseinanderzusetzen. Heute waren auch schon wieder welche da. Danke, Doggy, oder welcher Mod auch immer da drauf drückt. Ey, hau die einfach raus, so. Es ist einfach den ganzen Tag dieses... Weg damit. Ja gut, das war schon übertrieben. Also der hat gar nicht reingepasst, den hätte ich selber gemacht. Aber das sind halt so Sachen, irgendwann hast du keinen Bock mehr zu diskutieren. So. Warum? Warum willst du diskutieren? Ja. Und solange sie dir nichts tun, weil sie tun dir einfach nichts. Sie sind einfach nur nervig, weil sie es nicht checken. Die checken es einfach nicht. Oder man ist einfach zu verschieden, das gibt's ja auch. Ja, ich wollte gerade sagen. Zu viele Menschen, zu viele Probleme. Und das ist so, ignore, bann, fertig so. Die Mods machen das eh schon. Wenn ich Leute auf ignore, weiß ich, dass sie rausfliegen. Weiß ich. Daher, Man wird nicht von allen Menschen gemocht und man kann auch nicht alle Menschen mögen. So, das habe ich erst letztens gesagt. Ich versuch's. Ich versuche alle zu mögen. Manche sind einfach so, das funktioniert nicht. Die sind aus einer anderen Welt so. Sind aus einer anderen Welt und wir sind nicht kompatibel. Einer spricht Klingonisch und der andere Chinesisch und geht einfach nicht. Ja. Liebe deinen Nächsten, aber mögen ist noch was ganz anderes. Nö, mich mag nicht jeder und ich muss auch nicht jedem, nö, gar nicht. Ich hab da, sehe ich gar nicht ein. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und ich meine, du interagierst mit dem Chat und wenn da schon einer ist, der mir die Ader so zum Pulsieren bringt, dann hat er, nein, weg. Bringt nichts. Tut mir leid, passt dir nicht hin. Gibt ganz viele andere Chats noch. Wünsche dir noch viel Spaß auf Twitch. Hier passt du nicht rein. Punkt. Ja. Ja, aber das ist eben so, dass mich mittlerweile echt schon leid. So. Weil wir haben so viele Leute schon rausgegeben. Es gibt, wenn ich jetzt schon wieder an die Ferien denke, wenn die ganzen Deppen aus ihren Kellern gekrochen kommen. Ey! Ey, Alter! Ey, weißt du nicht, Alter, dass man Zeitreise machen kann in South Park, Alter? Gib bei mir schon die weiße Heimmusik los. Kann ich einfach das Computerspiel spielen und du hältst die Gusche? Geht das? Ey! Quatsch mir nicht an, Mann! Du hast Dresdenverbot, Mann! Was? Ja, letztens habe ich Dresdenverbot gekriegt. Weil ich jemand gesagt, er hat gesagt, ey, ich grüße alle meine Brüder im Knast. Hey, hab ich ihm halt gesagt, Kuscheltiere sind nicht deine Brüder aus dem Knast. Und das fand er halt nicht so witzig und hat er mir Dresdenverbot gegeben. War das der Grund, warum du jetzt ein Community-Treffen in Dresden gemacht hast? Ja, ich brauche Schutz. Umzieht. Ja, ist Bodyguard. Der Grund, warum ich umziehe. Ich brauche Schutz und eine neue Stadt. Nee. Menschen. Also, falls ihr da draußen, Leute, ich weiß, die meisten sind intelligent genug. Bewegt euch bitte nicht wie die letzten gehirnamputierten Zombies durchs Internet. Danke. Danke. Dann kann man genug Spaß haben. Viel. Dann habt ihr auch kein Dresdenverbot. Ich spreche gerade so aus Erfahrung. Für mich ist das jedes Mal
Ich weiß nicht. Wenn ich nur meine Haustür verlasse, fühlt sich das an, als wenn ich was Illegales mache. Und ich muss in Ninja-Aktion einkaufen gehen. Ich springe durch Bäume, pflücke Bananen und Äpfel und sprinte wieder zurück, dass ich wenigstens einen Obstsalat habe. Letztens habe ich Kastanien gegessen, weil ich nicht weit genug rausgekommen bin. Wenn du so ich Angst sage euch, hattest. Das ist nicht gut. Ich hatte richtig Angst, ja. Von Busch zu Busch. Ja. Ja, ja. Da ist mein Ninja-Kostüm aus dem Garten damals. Zu kurz. Dick. Ich habe noch mein Zauberkostüm. Vielleicht kann ich dir einen zaubern. Also. Du kannst mir einen zaubern? Ein Twitch-Kostüm. Ach so. Okay, ja. Ninja-Kostüm. Meine ich. Ah. Durch ein Zaubern. Weil ich noch einen Zauberanzug habe. Aus dem Kindergarten. Was sagst du denn? Du zauberst ihm einen. Ich habe gerade. Hab Durst. Ja, ich glaube auch. Frühling ist noch. dann einen, das waren zumindest jetzt, also ne, das war jetzt tatsächlich die letzte Neuerung von Hast der... Hast du nicht das Digital-Dings da vergessen? Das Review? Was? Was? Nee, Review hatten wir. Das war die Zusammenfassung der am Ende des Streams. Digital-Items? Was? Was? Besser genau. Oh, stimmt. Oh. Was war das? Ja. Da habe ich aber drüber gelesen. Ups. Ja, macht ja nichts. Ich bin ja da. Ups. Jetzt weiß ich, was das ist. Ja, da wollte ich jetzt gleich drüber reden, aber das kam nicht in der Keynote, in der Haupt-Keynote vor. Das kam in einer anderen Keynote, die ein bisschen spezieller war vor. Die auch ein bisschen kritischer beäugelt wurde von Leuten als jetzt die Haupt-Keynote. Deswegen wollte ich da gleich drauf zu sprechen kommen. Also kann ich eigentlich mal kurz anmerken, dass sich dieses Ghetto-Stream hier in einem Laptop sehr komisch anfühlt? So ist es halt mal. Du wolltest halt auch mal underground sein, Dizzy. Gib's doch zu. Debbie, bring mich nicht auf Palme heute. Warum machst du? Ich hab gesagt, du sollst das lassen. Hör Debbie, doch auf. Wirklich, glaub mir, wagst dir heute ja nicht noch einen draufzusetzen. Ich mein's nur gut. Wenn du das Echo abkannst, okay. Dafür würde ich sogar nach Dortmund fahren und dir eine reinhauen. Dafür würde ich nach Dortmund fahren. Ah. Bitte, Slabby, tu mir gefallen. Schreib's nicht zu weit. Danke. Ich mein's doch nur lustig, Mann. Ja, ich mein's auch nur lustig. Aber siehst mir ist gerade nicht nach Lachen. Lachst. Okay. Let's go. Sonst haust du mir immer eine rein. Mi, jetzt mach weiter. Ja, genau. Das waren jetzt alle Sachen. Ich hab dich doch lieb, Mann. Nimm dich doch nur aufs Korn. Das ist übrigens cool, dass man das machen kann. Das ist das einzig Coole am Ghetto-Stream. Wie dem auch sei, bevor der Dizzy hier gleich mit der Axt auf den Tisch haut, das waren alle Sachen, die quasi auf der Hauptkeynote am Eröffnungstag der TwitchCon erzählt worden sind. Am Vortag gab es auch eine sehr interessante Keynote. Da gab es einen sehr interessanten Punkt, und um den, in dem es um eben Digital Items etc. ging. Quasi das, was wir in letzter Zeit ja viel in Videospielen gesehen haben. Das soll wohl jetzt auch im Zuge der Extensions und anderer Dinge demnächst auch auf Twitch eventuell erscheinen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber viele Streamer, doch, du hast das gesehen, das, was ich jetzt sage, da bin ich mir ziemlich sicher. Viele Streamerinnen vor allen Dingen haben in letzter Zeit diese kleinen Tierchen im Stream, Sally zum Beispiel. Mhm. Katzen, Füchse, Kürbisse, Kürben, unter anderem die Leute begrüßen, denen man mit einem Chatbefehl Essen dahin schmeißen kann. Gimmicks, Schnickschnack. Mhm. Mögen viele Leute, ist ja auch nichts Schlimmes, kann man mögen. Die können demnächst oder werden wahrscheinlich demnächst auch in Extensions gepackt werden. Nicht nur Extensions, die man
als Panel unterm Stream haben kann, sondern auch theoretisch auf dem Stream. Den kannst du dann wegklicken, wenn du möchtest. Du kannst aber auch mit ihm spielen. Vielleicht gibt es dann gewisse Optionen, dass man einstellen kann als Streamer, das kann nicht weggeklickt werden. Ich weiß nicht, ob ihr die, wenn ihr die Hauptkeynote gesehen habt, da gab es ja so ein Spiel, bevor das losging. Da konnten die Leute ganz viele Emotes spammen und dann flogen zwei Farben gegeneinander irgendwie rum und dann der am meisten gespammt hat, stand dann irgendwie auf der Liste ganz oben. Super wirsches Spiel, habe ich nicht wirklich verstanden, weil es einfach nur darum ging zu spammen. Also den Spaß dahinter habe ich nicht verstanden. Und dann rechts unten im Bild konnte man dann quasi, gab es so eine Aufforderung, die einen aufgefordert hat, sich anzumelden bei diesem Spiel. Wenn man sich nicht angemeldet hat, konnte man diese Aufforderung auch wegklicken. Die erschien nur dann die ganze Zeit immer und immer wieder. Das war noch so ein bisschen buggy, ich denke mal. Das wird später nicht mehr so funktionieren. Aber das war jetzt zum Beispiel so eine Extension, die auf dem Chat, auf dem Stream, meine ich, gelandet ist. Und ich schätze, später kann man so Tierchen auch auf seinen Stream packen und theoretisch über ein Panel unten kann man dann nicht nur ihm Steaks zuwerfen, zum Beispiel, so einem Fuchs, sondern man kann theoretisch... Sondern auch 5-Euro-Scheine! Geil! Genau. Man kann dann quasi für 2,50 besonderes Steak kaufen und diesem Fuchs zum Fraß vorwerfen. Und dann ist er besonders glücklich. Das ist ein goldenes Steak oder so. Oder man kann, wenn man eine Katze hat, zum Beispiel ein neues Katzenstreu kaufen. Dann legt er sich ins Katzenstreu und pinkelt da rein. Oder macht sowas. Einen goldenen Haufen. Oder macht einen goldenen Haufen. Katzenstreu? Zum ja. Beispiel. Pat Mezi braucht Katzenstreu. Gab diesen einen Clip. Oh, kann ich nicht zeigen, tut mir leid. Zu ghetto. Es gab diesen einen Clip, wo der gute Herr auf der Bühne dann gesagt hat, würde jemand dafür bezahlen? Ich denke schon. Und leider muss ich sagen, er hat recht. Es wird bestimmt Menschen geben, die dafür Geld bezahlen. Diese Katze mit besonderem Futter zu füttern. Zum Beispiel. Oder anderes Gedöns, mit dem man einfach sein Geld auf den Kopf werfen kann. Das wird dann wahrscheinlich wieder über Twitch laufen. Oder soll über Twitch laufen. Und das wird dann funktionieren wie Bits. So, du kannst es vielleicht sogar mit Bits bezahlen und nicht mit Geld. Sondern also wie eine Donation. Im Prinzip, genau. Du wirst daran beteiligt. Das sind Micropayments dann sozusagen. Und die Frage, braucht man das? Ist doch ja wie andere. Ja. Aber es ist gut. Weißt du, warum es gut ist? Weil dann musst du dir nicht die Mühe machen und dich da hinsetzen und Sellout betreiben, sondern dann macht das sein Tier für dich. Ein Twigotchi. Hab ich gerade gelesen. Weil, im Chat. Weil am Ende des Tages musst du dein Geld verdienen. Das habe ich jetzt mir über mehrere Wochen alles schon durch den Kopf gehen lassen. Und da kannst du so viel meckern, wie du willst, weil ohne Sellout kommst du nirgendwo hin. Weil kein Mensch wird Geld ausgeben, weil du keinen Anreiz bietest. Wenn du keinen Anreiz bietest, Geld auszugeben, und das wirst du mit reinem Content nicht schaffen, bis zu einer gewissen Größe, wirst du es nicht hinkriegen, normal, ohne irgendwelche Features, Gimmicks, sei es drum, dein Geld zu verdienen. Wirst du nicht. Kann ich dir sagen. Habe ich ein Jahr hinter mir und solche Sachen sind perfekt dafür. Und Leute, die darauf scheißen, kannst du überall sehen heutzutage, die machen ihr Geld. Was sie da nachher mit machen, ist scheißegal. Und das ist die traurige Realität. Und deswegen kommt so ein Tamagotchi gut an. Und hey, ich meine, ganz ehrlich, ich finde es auch cool. Geiles. Ich hoffe, man kann es auch irgendwie so machen, dass es nicht mitten im Bild ist, sondern ich möchte. Ja, dann nicht, ist der Reiz nicht da. Ja, ich weiß. Aber dann ich ist möchte ja ein Highlight, der Reiz nicht da, richtig. Ich möchte am Ende ein Highlight haben von einem Spiel wie Ni no Kuni ohne in irgendein Dreckstier. Ja, da musst du ja auch nichts einblenden. Das liegt doch oben drüber, oder nicht? Das hat doch nichts mit deinem. Das ist die Frage. Wenn es oben drüber liegt, dann ist es cool. Keine Frage. Aber wenn es jetzt irgendwie mit ins Highlight reingeschubst wird und. Ich meine, so gesehen. Ist das bei den Heatmaps nicht auch schon so, dass sie unabhängig davon sind? Ja. Das ist ein Overlay. Naja. Naja, dann ist das andere wahrscheinlich auch ein Overlay. Hoffentlich. Weil ich möchte jetzt mein
Twitch, mein Stream zum Beispiel nicht voll klatschen mit irgendeinem Schnickschnack, der dann halt das Bild voll klatscht. Ich habe mich unten links, rechts in der Ecke und Events oben links in der Ecke und die sind durchsichtig, so das ist alles. Und mehr brauche ich nicht. Beim so. Zocken? Ja. Beim Zocken habe ich gar nichts, außer Cam. Nö. Nee, ich glaube nicht, dass das dann da irgendwie drüber liegt. Das glaube ich nicht. Wahrscheinlich kannst du das dann so. Das ist für die Viewer dann zum An- und Aus. Ja. Gehe ich mal von aus. Und was die Leute nachher wieder, wo sie ihr Geld hingeben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich am Ende des Monats ein bisschen Geld verdiene, weil da so eine virtuelle Katze rumhampelt, ja, moin. Ich meine, ich muss dazu nichts sagen, wenn die Leute da hören wollen. Bitte. Genau, und ich werde immer kleiner. Du kannst ihn halt nicht verbieten. Ja. Nö, Menschen stehen ja auf so eine Sache. Das nicht. Und ich meine, es gibt genug Streams, die vollgeklatscht sind mit irgendwelchen Goals und Alerts und Dollarzeichen und Sonstiges. Und das ist auch in Ordnung. Gibt's ist auch halt niedlich, es ist halt niedlicher verpackt. Ja, richtig. Regst du dich auf? Ich mich? Ja, das Nö. Ist... Du hörst dich gerade so an, als wenn du dich aufregst. Nein. Ich finde es sogar gut, wenn Leute noch was dafür kriegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Solange Leute immer als Gegenleistung was kriegen und wenn es halt nur so ein kleines Tierchen ist, was wächst oder so, wenn das nachher zu einem riesen Dino wird und den Streamer virtuell quasi von der Seite auffrisst oder so. Mann, das kann cool. wachsen? Keine Ahnung, war jetzt einfach ich nur so hypothetisch gesagt. Ich habe gar nichts davon gesehen. Ich weiß noch nicht mal, wie es aussieht. Wenn der Stream weitergehen soll, füttert die Katze. Du erstellst, also es soll so funktionieren, du erstellst diese Items, die die Leute dann selber kaufen können. Echt? Hm? Moment, nein, Zwiebelringe. Was? Zwiebelringe und Knoblauch. Let's go, baby. Zum Beispiel. Hack. Hack mit Zwiebeln. Hack. Dann kannst du noch, dann kannst du, bei mir kannst du eine Herbst einen Burger kaufen. Geil. Probably presents. So. Das waren die Neuerung, die Twitch angeboten hat oder bald anbieten wird, sagen wir es mal so. Es gab da noch ein paar Statistiken. Geld, wie ich vorhin gesagt habe, ging um Geld. Und zwar wurde zum Beispiel in einem Jahr 25 Millionen Dollar für Charities gesammelt. Clips können bis zu 80% mehr Wachstum bringen. Das heißt, das klang aber sehr danach, dass Twitch ihre Clips ein bisschen pushen will. Ich meine, Clips sind eine coole Sache. Ich habe mich direkt gefreut, als sie es angekündigt haben, weil die Leute selber Highlights deine Streams schneiden können, die auf Twitter und Ups. In der Twitch-App und sonstiges. Sie ist weg? Oder bin ganz ich weg? Ganz weg? Nee, jetzt ist er wieder da. Aber ich habe ein Standbild. Nee, bei mir bewegt er sich noch langsam. Aber ich höre ihn nicht. Wieder Dino. Ich erzähle einfach mal weiter. Vielleicht erscheint er bis dahin. Ich war das. Hallo? Doch. Hallo. Hallo, jetzt bist du ganz hallo. Weg. Hallo, könnt ihr mich noch hören? Ja. Ja. Jetzt. Hören könnt ihr mich noch, ja? Ja, sehen nicht. Ich refresh mal kurz, ja? Ja, mach das. Ich erzähle einfach weiter, solange. Das wäre ja auch so schön gewesen. Also, geht da bist wieder. Du wieder. Hallo? Ja. Aber jetzt ist alles weg. Die ist alles weg. Sind wir noch da? Nee, alles gut. Ach so, okay. Was habe ich jetzt gerade erzählt? Jetzt hast du mich rausgebracht. Verdammt. Ach so, ja, das Clips. Das war Stefan. Clips. Können was bringen, tatsächlich. Da wollten Twitch ein bisschen Werbung für machen. Ich meine, ich finde Clips gut. Ne? Die Leute sollen Clips nutzen, weil ich finde das schön, wenn Leute aus dem Chat heraus einen Knopf drücken können und dann wird gerade eine lustige Stelle, die in dem Moment lustig ist, gespeichert und die kannst du dann tatsächlich über Twitter verlinken und die Leute können sich das in Twitter inline angucken und so. Das ist schon eine coole Sache. Und gab ja ein paar Clips, die sind ja um die Welt gegangen. Wir haben ja hier auch schon über ein paar Clips die Lieder gezeigt haben, wie der Vater, der sich erschrocken hat, als er seine Tochter gesehen hat beim Horrorspiele spielen zum Beispiel. Da haben wir auch hier drüber geredet. Wurde der meistgesehene Clip auf Twitch, obwohl der Streamer selbst für ganz, ganz wenig Leute
gestreamt hat. Und der ist dann dadurch eben auch gewachsen. Coole Marketing-Geschichte, auf jeden Fall. Dann, nach 6 Monaten Start des Affiliate-Programms, gibt es mittlerweile 110.000 Affiliates auf ganz Twitch, von denen bereits 1.120 tatsächlich zu Subs gemacht worden, zu Partnern gemacht worden sind. Sorry, ich war gerade in meinem Kopf. Zu Partnern gemacht worden sind. Was im Prinzip mehr oder weniger, da Twitch es ja mittlerweile so sagt, und sie haben auch gesagt, viele von denen sind mittlerweile auf gutem Wege zu Partner, zum verpartnert werden. Ich glaube, es ist mittlerweile jedem klar, warum Twitch das auch gemacht hat, irgendwo, damit sie eben besser sehen können, welche Streamer lohnen sich zu verpartnern. Also sie müssen nicht mehr nur auf Follower, Viewer und solche Sachen achten, sondern wenn sie sehen, der hat vielleicht wenig Zuschauer, aber der strengt sich so mit Emotes, mit anderen Dingen an, dass ihm die Leute trotzdem die Bude einrennen mit Subs. Den machen wir zum Partner. Das heißt, gibt einen neuen Weg halt, verpartnert zu werden. Theoretisch. Obwohl, da muss man sehen, wie das jetzt mit den Achievements laufen wird. Aber ja, das ist halt tatsächlich, und ich glaube, Twitch sagt das mittlerweile auch so, das ist die neue Art, Partner zu werden, sozusagen. Nur noch zu streamen, sich vom Affiliate-Programm ignorieren zu lassen oder das zu ignorieren und dann sofort Partner werden, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger mittlerweile geworden. Tatsächlich. Ist auch möglich, aber schwieriger. Durch Twitch Prime hat Twitch oder haben Partner 50% mehr Subs bekommen seit des Starts von Prime, was, glaube ich, eben auch klar war. Hat einen riesengroßen Boost gebracht, haben wir ja schon häufiger darüber geredet auch, dass Prime einen unfassbaren Push gebracht hat, was Subscriptions angeht. Und alle Partner verdienen im Schnitt 71% mehr Geld als im vergangenen Jahr. Das hat er so gesagt. More money. Ich übersetze es nur. Mhm. Also, Twitch hilft sehr vielen Leuten aus dem Zocken und aus dem Stream mittlerweile einen Beruf zu machen. Darauf wollte er hinaus. 71%. Das heißt, der Markt wächst. Und man sieht auch mittlerweile, wenn man sich die ganzen Sachen anguckt, glaube ich, dass Twitch kein kleines Hobbyunternehmen mehr ist, sondern nicht nur unter Amazon, sondern auch alleinstehend eine riesengroße Cash-Maschine tatsächlich. Also das ist ein Unternehmen der größeren Sorte mittlerweile. Jo. Was Vorteile bringt, aber ich glaube auch demnächst in Zukunft ein paar Nachteile. Ich sag nur, abwarten, wann Twitch das erste deutsche Büro aufmacht. Wenn sie so wachsen. Ja, dann ist es egal, dann juckt es auch nicht mehr. Ja. Ist das wie bei Amazon und Google, denen ist das egal. Ja, ja. Aber wie man an YouTube sieht, ist Größe auch irgendwo... Größe bringt Verantwortung, ja. Ja, richtig. Größe bringt Verantwortung und Geld bringt noch mehr Verantwortung. Ah. Gut, dass Twitch nicht nur auf Werbung basiert. Dass Twitch da relativ früh angefangen hat. Dankeschön. Wirklich, dankeschön. Weil sonst würde ich mir jetzt, just in dem Moment, die Kugel geben. Mhm. Alter, war der wirklich. Also, ganz ehrlich, wenn das jetzt hier so ein Algorithmus wäre, wie bei YouTube, dann, dass du entmonetarisierst wirst und du hast kein Geld mehr auf einmal. Ich meine, ja, du könntest halt immer sagen, hey, dann kannst du halt arbeiten gehen. Aber irgendwann bist du, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, hast du halt nicht nur die Ausgaben zum Leben, sondern du hast angestellt oder so. Ich habe das heute schon mal erzählt. Ich glaube, dann würde ich lachend in den Kreissäge laufen. Ich bin so froh,
dass es Subscriptions gibt und Trinkgelder, die dich halt in so schlechten Zeiten einfach mal wieder, ja, sag ich mal, oh, Entschuldigung, dass sie dich in schlechten Zeiten einfach mal tragen können. Ganz ehrlich, also, oh, ich möchte jetzt gerade kein YouTuber sein, wirklich nicht. Ich glaube, das möchte keiner. Wenn du dann noch Entscheidungen triffst für dein Leben, oh Mann, ey. Also ich tue mich ja selber schon schwer mit meiner eigenen Entscheidung und die ist noch nicht mal so groß. Wow, wenn das jetzt hier noch wäre, holy moly, ich glaube dann, yo. Ja. Überleg mal, du kannst keinen South Park streamen, weil dann eh kein Geld bekommst. So. Ja, wir streamen jetzt 2 Wochen lang South Park, aber ich muss leider auf 80% meiner Einkünfte verzichten in dieser Zeit. Das ist halt richtig, ist das YouTuber-Life bitter gerade. Ja. Das ist richtig bitter gerade, ja. Ich weiß nicht, was da passieren würde. Ich denke mal, das wird bei uns auch irgendwann nochmal kommen. Ja, aber wie? Dass die Leute nicht subben dürfen, weil du werbefremdes Material streamst? Ja. Zum Beispiel. Mir wird der Sub-Button geklaut, weil du South Park streamst. Weiß ich nicht. Ja, es ist halt, kann alles gut möglich sein. Und wenn du dann später, wenn du Sachen gemacht hast und du kannst ja nicht einfach Sachen einfach wieder zurückrudern. Ich merke das halt jetzt gerade so. Ich habe jetzt schon Angst davor, so ein bisschen. Weswegen ich übrigens auch vorhin so sauer war und dir sage, geh mir damit bitte nicht auf den Kranz, weil das halt echt, ich habe Panik gerade. So, deswegen. Naja, aber ist das mehr Panik, als jeder andere Selbstständige auch hat? Du musst halt keine Angst haben, dass Twitch plötzlich anfängt, so, mit so einer Chose zu machen. Ich glaube, YouTuber haben da noch eine ganz andere Panik gerade. Weil das wird sich nicht bessern. Natürlich, klar. So Existenzängste, glaube ich, hat jeder Selbstständige. So jeder Freiberufler, der, weiß ich nicht, Steuerberater oder Arzt, dem können auch plötzlich die Patienten oder die Klienten weglaufen. Ja, natürlich, das will ich damit ja auch gar nicht sagen. Ja. Das ist ähnlich, ja. Risiko ist halt da, so. Ist halt scheiße, aber damit muss man leben. Bis zum Ende wahrscheinlich. Ich wünsche dir irgendwann viel Slappy, wenn du mal in die Situation kommen darfst. Ich möchte das nicht kleinreden. Verstehe mich nicht falsch. Nee, das will ich damit nicht sagen. Ich will dir einfach nur sagen, so viel Spaß. So, dann verstehst du, warum ich dir heute halt vor dem Stream gesagt habe, so lass es bitte einfach. Existenzängste sind meine Existenzgrundlage. Ja, ich weiß. Ich bin als Kind in die Existenzangst in den Topf gefallen, quasi. Ich kann damit, glaube ich, ganz gut umgehen. Man vermisst nichts, wenn man nie was hatte. Weißt du, ich meine? Von daher. Ja, ich verstehe das schon. Ja. Werden wir sehen. Genau. Damit wären das eigentlich alle Neuerungen so, zukünftige, die Twitch so angekündigt hat. Also, ich glaube, bei allen, bis auf selbst bei denen. Bei allen Neuerungen haben sie gesagt, sollen noch dieses Jahr kommen. November oder Dezember tatsächlich. Mhm. Das heißt, wir werden in den nächsten 2 Monaten wahrscheinlich noch ein paar Mal drüber reden, wenn die dann tatsächlich angeschaltet werden, wenn wir sie selber ausprobieren. Und ich bin gespannt tatsächlich. Es sind jetzt nicht so die riesengroßen Ankündigungen gewesen, wie zum Beispiel letztes Jahr, als das Prime, die Prime-Geschichte angekündigt wurde. Es war jetzt nichts, wo alle im Kreis lachend rumliefen und sich drüber gefreut haben. Aber es sind doch schon ein paar Verbesserungen da. Und wie man sieht, arbeitet Twitch auf Hochtouren aktuell, auch mit der Beta, der Seite etc., dass da sich viel verändern wird. Und ich glaube, bis zum Ende des Jahres wird diese Seite ganz anders aussehen, als sie es jetzt tut. Ich hoffe, ja, zum Besseren, zum Großteil. Ist aber auch sinnvoll, weil du dich ja also regelmäßig neu erfinden musst, ja, einfach, damit es frisch bleibt. Und ich glaube auch, dass die Änderungen gar nicht so klein sind. Sie erscheinen nur ziemlich, ja, klein. Genau. Sie sind schon riesig. Nur wie willst du Sachen toppen, die sie vorher rausgehauen haben? Ja. So. Da ist nachher, ja, da kann nicht mehr viel kommen. Ja,
Und das ist schon eine Menge, was sie jetzt macht und rausgebracht haben. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt. Dito. Ja, auch, ja. Achievements sollen schon im November kommen. Ja, genau. November, die Stream-Zusammenfassung kommt im November. Die Digital Items auch ab November. Die Raids waren auch November, wenn wir das nochmal zusammenfassen. Ansonsten im Dezember waren die Geschenke. Genau. Mhm. Für die Rituals und die Premieres. Rituals waren auch im November. Für Premieres und Rooms habe ich jetzt noch kein Datum, aber ich denke mal, da haben sie auch gesagt. Genau, gegen Ende Dezember Twitch Rooms. Richtig. Jo. Das war's dann von mir. Mit den verlängerten Twitch News. Voll gut. Haben wir einen Punkt, über den irgendjemand noch reden möchte? Sonst würde ich nämlich sagen, die 2-Stunden-Marke wäre erreicht. Okay, 2 Stunden mehr nicht heute. Nee, also ich habe ehrlich gesagt nicht viel zu erzählen, nein. Ich jetzt auch nicht. Außer, dass ich sehr happy bin gerade. Ja. Ich freue mich auf die kommende Woche. Ich habe so viele Spiele hier liegen, die ich jetzt doch noch alle noch nicht gespielt habe. Evil Within habe ich noch nicht gespielt. South Park weiterspielen. Oh. Dragon's Dogma möchte ich weiterspielen. Und. Also ich... Und es wird endlich kühl und regnerisch draußen. Es ist das perfekte Wetter für Schluffi-Klamotten und einfach so zusammensitzen und Spaß haben. Ich freue mich so. Endlich keine Fax-Sonne, die mir die ganze Zeit ins Gesicht scheint so, und mir ein schlechtes Gewissen macht, dass ich tagsüber hier drinnen sitze und zocke. Oh, freue mich so. Hey, nächsten Sonntag ist Umstellen, ne? Winterzeit. Oh ja, stimmt. Noch eine Woche. Mhm. Länger schlafen, ne? Ja. Ja. Länger schlafen, ne? Ich stelle meinen Wecker einfach eine Stunde eher. Nein, eine Stunde zurück. Ja. Genau. Genau, also Uhrzeit wie in England immer ist. Ja, ja. Genau. Und der Wecker geht mit. Statt 9 Uhr wache ich dann um 8 Uhr auf. Ja. Immer die Uhrzeit, die oben in England ist. Das wäre mir zu kompliziert. Ich kann eine Stunde länger schlafen. Ich wohne nächste Woche in Berlin. Übernächste. Yes. Hoffentlich streamst du dann auch in Berlin. Übernächste Woche. Das hoffe ich auch. Dass mein neues Mischpult dann da ist, weil ja mein jetziges kaputt gegangen ist. Einfach so. Weil vorm Umzug geht hier alles kaputt. Ich freue mich. Deswegen ist auch die Stimmung so. Weil ich gerade übelst angepisst bin, Chat. Mir ist heute halt einfach mein Ding kaputt gegangen, was nicht so cool ist, gerade so vorm Umzug. Hättest du dein Ding mal ausgepackt, ja. Das wäre schön gewesen. Ja, nee, aber ich freue mich ja. Also ich werde auf jeden Fall, kommt drauf an, wie es mit dem Internet ist, aber sollte eigentlich alles gut gehen, hoffe ich. Ah, Umzüge, Internet. Ja, ich will darüber jetzt nicht reden dir erzählen, dass die Firma, bei der ich jetzt bin, mir gesagt hat, ja, tut uns leid, die haben nur 16.000. Und dann, bitte? Was? Ja, deswegen meine ich das so, gerade geht halt echt alles so den Bach runter, habe ich das Gefühl. Fährt gegen eine Wand. Man muss aber Dinge gut, einreißen, um neue Dinge aufzubauen. So ist ja der kreative Prozess und so ist das Leben. Das ist richtig. Von daher, das gehört dazu. Was machst du nächste Woche, bevor du umziehst? Also morgen fahre ich nach Berlin und meinen Wohnungsschlüssel ab. Mhm. Dann fahre ich wahrscheinlich unter der Woche nochmal nach Berlin zum Techniker, der mir mein Internet anschließt. Sachen packen und zwischen Sachen packen und dem ganzen anderen Scheiß, glaube ich, noch irgendwann Computer spielen. So. Aber das ist gerade mehr oder weniger, um ehrlich zu sein, zweitrangig. Gold Rush. Na, Wochenende. Ja, Gold Rush. Freitag kommt Wolfenstein. Ich würd gern Wolfenstein Freitag durchspielen wollen. In einem Ritt. Mal gucken. Ob das geht. Destiny kommt Dienstag noch. Also ich hoffe mal, dass Dienstag noch ein Mischpult da ist, dass ich Dienstag wieder streamen kann, weil ohne wird es ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Aber Dienstag dann Destiny noch und ansonsten steht, glaube ich, nichts auf dem Zettel so rein.
Ja, ich spiele auch South Park durch und freue mich danach schon auf Xenoblade Chronicles X, das ich noch spielen möchte, bevor Xenoblade Chronicles 2 rauskommt. Da freue ich mich drauf. Ansonsten easy peasy Japanesey. Streaming-Woche. Easy peasy Streaming-Woche. Kommt jetzt. Herbst. Kackwetter. Ich muss sagen, ich fand letzte Woche das Wetter besser, aber gut. Das ärgert mich doch am meisten, dass ich genau dann umziehe, wo man eigentlich einfach nur Computer spielen soll. Ja. Ja, das verstehe ich. Die ganzen Spiele kommen raus. Ja, in 3 Wochen spielen wir das dann. Okay. Mann. Weißt du, den ganzen Sommer hast du durchgemacht und dann im Oktober, wenn alles. Oh, schade, Leute. Aber es geht schon. Es wird schon. Ja. Ansonsten würde ich diesen Stream nun hier ad acta legen. Jo. Es war wundervoll knackig und würzig. In der Kürze liegt die Würze. Jo. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben dabei, wie wir den Stream gemacht haben und verabschieden uns in aller Kürze. Danke an euch beide, danke an alle im Hintergrund. Und danke an euch, die zugeschaut haben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend, Restabend und verabschiede mich in die neue Woche. Jetzt du zuerst, Sally? Jo, einen schönen Start in die neue Woche wünsche ich euch. Dankeschön für diesen kürzigen Schnack. Danke an die Regie und allgemein an den Hintergrund. Es war wundervoll. Ich freue mich auf die kommende Woche. Tschö mit Ö. Tschüss. Wollen wir noch mal winken? Wollen wir noch winken? Ich bin heute, tut mir leid, Chat, ich bin nicht so großer Worte gerade. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Lasst euch gut gehen. HDGDL und Love the Long Times. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss aus dem Ghetto Stream.